la 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 la. Hallo. Hallo. Guten Tag. Dies ist die Episode 79 der Comic-Cookies. Mit dabei diesmal wieder Breedstorm. Hallo. Der hat die Moderatorenschule immer noch nicht verinnerlicht. Und der kleine Steffen. Ja, siehst du? Geht doch. Ja, hast du denn was gelesen über die Feiertage? Oder wie waren denn die Feiertage überhaupt so im Allgemeinen? Ja, ruhig, besinnlich. Ruhig, besinnlich. Also ich bin ja froh, wie gesagt, wenn ich wenig Menschen sehe und das ist eine Gelegenheit dazu. Mhm. Und Silvester ist immer für mich immer ein bisschen traumatisch, weil ich nicht einfach irgendwohin entschwinden kann, wo keiner Silvester feiert und schon 3 Tage vorher rumböllert vorher. Und ja. Ich kenne es, ja. Das ist für mich immer schwierig so mit anderen Menschen. Mhm. Ne? Kann ich gar nicht nachvollziehen, wie du das meinst. Ansonsten saß ich mit Nachwuchs auf der Couch und habe mir einen Disney-Film angeguckt. Ach, wie schön. Was denn für einen? Lilo und Stitch. Ah ja. Ne? Naja, gut. Ja. Ist nicht so dein Favorite, ne? Ja, doch, doch, es geht schon. Also ich fand den gar nicht so schlecht, aber ist jetzt nicht mein, ist jetzt nicht mein Favorit, das stimmt, ja. Ja, Kind Nummer 2 hat ja Stitch als Kuscheltier irgendwann mal bekommen von der Verwandtschaft und wusste aber nicht, was es war. Okay. Dieses Wissensdefizit musste ich nachschließen. Ja, ja. Klar. Ich verstehe. Würde ich auch so machen. Naja, aber wir haben ja auch so diverse Kuscheltiere Disney-mäßig zu Hause. Komischerweise, seltsamerweise. Und von daher, da ist auch so der ein oder andere Stitch dabei, sicherlich, ja. Was sind da die 30 Jahre Unterschied zu meinen Kindern? Ja, ich bin halt ein erwachsenes Kind. Ja. Man ist so alt, wie man sich fühlt, oder wie war das? Das stimmt. Was gibt es denn für Neuigkeiten aus der Welt der Comics? Aus der Welt der Comics? Hm? Ja gut, es waren Feiertage, das heißt, man hat eigentlich immer ein bisschen Zeit zu lesen. Ja. Wenn man nicht die ganze Zeit durch den Wilden Westen reitet. Hm? Und das hatte irgendwie bei mir gerade ein bisschen Priorität. Weil ich irgendwie jede freie Minute, die man dann doch mal alleine vorm Fernseher gesessen hat und keinen Podcast geschnitten hat, gut, so viele sind sie auch nicht, aber trotzdem, dann irgendwie damit beschäftigt war, durch den Wilden Westen zu reiten. Ja, da warst du relativ unerfolgreich. Ich sehe ja immer, was du für Trophys gewinnst. Ich gucke mir ja erstmal immer die Gegend an. Du guckst dir jeden Strafe. Ich bin ja Tourist. Was, schießen in diesem Spiel? Nein. Ich bin hier, um mir diesen schönen Fluss und den Canyon anzugucken. Hier, ich bin so, ne? Und ein bisschen so Westworld-mäßig, weißt du? Ja. Da muss man ja auch nicht schießen, wenn man das nicht möchte. Ja. Man kann sich ja da das Paket so ein bisschen ausholen. Ist halt, deswegen ist auch Red Dead Redemption Online nichts für mich, weil da wäre nichts mit genießen durch die Landschaft reiten, weil da kommt irgendeiner von hinten rücks und schießt sich platt. Und es hält sich im Story-Modus noch halbwegs zurück, weil da kann es höchstens passieren, dass du mal einen anreitest oder so und dann kann es halt passieren, dass der dich dann mal so ein bisschen mit der Waffe niederstreckt oder so, je nachdem. Aber ja. Dass hast dich, du aber dass gar du versehentlich nicht jemanden anreitest, Steffen, das möchte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, das passiert halt im Da ist der Dackel aufgeritten. Sicher. Das so doch nicht. Sicher. Sicher. Hast du noch gar nicht gespielt, ne? Traditionell bin ich bei den sehr teuren Spielen eher ein Jahr später dabei und das ist ja ein Spiel, was den Preis sehr, sehr lang hält und ich freue mich schon sehr drauf, aber ich bin nicht so ein Early Adopter, dass ich das gleich in den ersten Wochen, wo vielleicht noch mit Bugs zu rechnen ist und so weiter. Am ersten Tag habe ich es mir geholt. Ja. Aber es ist halt das ist bei mir auch eigentlich auch relativ selten, ja, also dass ich da wirklich direkt am ersten Tag hingehe. Auch bei Spider-Man war es jetzt relativ früh, aber nicht direkt am ersten Tag. Und bei Red Dead Redemption habe ich mich so lange drauf gefreut, dass das musste dann doch direkt noch am ersten Tag sein.
Ja. Dann diese ewige Installationsphase. Es kommt auf deine Leitung drauf an halt, ne? Ich habe jetzt zumindest mal auf eine 50er aufgerüstet und da geht es alles ein bisschen geschmeidiger, aber mit der alten Leitung war es auch schwierig. Vielleicht sollten wir mal ein Spin-off machen, die Gaming-Cookies. Ja. Oder wir müssen irgendwas finden, was mit C anfängt. Ich habe ja immer selber gesagt, das wollen wir eigentlich gar nicht hier groß, aber ich wollte jetzt zumindest mal kurz von diesem kleinen Highlight berichten, weil du ja das auch ganz gerne mal nutzt, die Plattform. Also von daher dachte ich, ach naja, dann spreche ich halt auch mal über ein Spiel. Ja, aber ich denke, das ist tatsächlich ja bei vielen Podcasts so, dass die halt nicht nur über streng über Comics reden. Filme kommt immer relativ viel bei einigen. Ja. Und das ist jetzt persönlich was ich jetzt nicht so spannend finde bei den meisten Filmen, beziehungsweise erst, wenn ich die Filme gesehen habe. Ne? Ich meine, wir haben ja auch Folgen, wo du mit Matthias und so weiter über die neuesten Marvel-Filme etc. sprichst. Ja. Und diese Folgen höre ich mir dann tatsächlich an, aber erst, nachdem ich die Filme 2 Jahre später gesehen habe. Okay. So geht es halt mir. Wobei wir gar nicht spoilern. Also wir gehen jetzt nicht groß auf die Handlung ein. Ne? Ja, aber ich bin nicht so der Cineast. Ich zocke dann halt lieber. Das bringt dann nichts, wenn du dann nicht weißt, um was es geht, ja. Ja, aber ich finde, also es wird ja, die wenigsten Menschen werden sich nur für ein Genre, ob es Comics sind, ob es Spiele sind, ob es Literatur ist, was auch immer interessieren, sondern es ist ja immer eine Gemengelage. Ja, ne? Und wir haben ja dieses wunderbare Feature, dass du Kapitelmarken machst und dann kann man ja einfach weiterseppen, wenn einen irgendein Thema nicht interessiert. Ja. Ne? Oder wenn zum Beispiel ein Wer bin ich nicht interessiert aus der Weihnachtssendung, so wie mich, dann kann ich das auch einfach weiterskippen. Dabei war das der interessanteste Teil, weil da kamen noch mal ein paar Sachen rum. Aber naja, gut, muss jeder selber wissen. Ja? Ja. Ja, das ist also. Naja, gut. Ja, das freut mich, Steffen, dass das schön war. Dir hat es gefallen, das habe ich auf jeden Fall rausgehört. Auf jeden Fall, ja. Und das ist ja das Wichtigste. Ja, ja. Den Gästen hat es, glaube ich, auch gefallen. Ja, ich fand es auch sehr schön, dass ihr ein paar Zeichner auch direkt und Illustratoren als Gäste hattet. Das war sehr interessant, was die, sage ich mal, zu ihren Sachen erzählt haben in der letzten Folge. Das finde ich immer spannend und Naja, die werden auf jeden Fall auch nochmal eingeladen. Also das, klar, also das Sascha Dörp wird jetzt dies Jahr wieder einiges rausbringen. Also das Arche Noir hat man ja schon angekündigt. Das wird jetzt bei Kult Comics erscheinen nochmal. Dazu wird es auch den einen oder anderen Signiertermin geben. Zumindest mal einen weiß ich schon, dass es den geben wird, nur noch nicht genau wann. Dann der Marek hat ja auch angekündigt, dass er eventuell sein Comic bringen wird dieses Jahr. Tatsächlich, von Marek hatte ich noch nie was gehört, habe auf seiner Homepage aber geguckt und habe so nachdem und gesehen, gedacht, was für Bilder du, und habe gedacht, ui, ne? Also, das kann ich nicht sehen lassen. Also da wäre ich kaufwillig, muss ich mal sagen. Also das hat mir, Sascha Dörp kennt man natürlich, klar, aber den Marek, was du da so an Pin-Ups etc. auch so Illustrationen alles gezeigt, also schön, echt schön, gut aus. Schöne Sachen. Ja. Ja. Bin ich echt mal gespannt, was dann sein Comic wird. Ja, und dann, wird ja, um nochmal kurz zum Sascha zurückzukommen, der hat jetzt angekündigt, dass er irgendwie in den nächsten War-Comics dabei sein wird mit der Story. Auch sehr schön. Ne? Ja. Ja. Sehr gut. Also das kann man ja auch schon mal ankündigen, ganz vorsichtig. Ja. Ja. Hat er bei Instagram gemeldet. Ja. Apropos War-Comics. Ja. Als hättest du diese Überleitung vorbereitet. Das ist halt eben. Jetzt sag doch nicht, dass jetzt über, als hätte ich das vorbereitet. Mensch, jetzt mach doch meine Moderatorenschule nicht kaputt. Ein bisschen, also schon Moderatorenschule. Oh Mann, ey, Stern. Macht Moderatorenspiele und Standspiele, wer bin ich? Naja. Okay, mit Alkohol ist alles ertragbar. Ich hab keine. Aber, wer bin ich, ist halt auch mal so ein persönliches Ding, was ich mir immer mal wünsche und in der Weihnachtsepisode, warum nicht? Ja, ne? Ja. Wir machen ja jetzt ja nicht nur, wer bin ich, der Podcast, sondern das ist ja... Tatsächlich glaube ich manchmal, vielleicht würden da mehr zuhören, als wenn du was über Comics erzählst, weißt du? Das ist, was? Das ist, also nicht du speziell, ach sondern so. Generell, weil das ja wahrscheinlich eine größere Zielgruppe hat. Ja, kann man ja gerne, also wie gesagt, ich habe noch ein paar Podcasts offen, ein paar Podcast-Slots. Wir können gerne gerne noch einen Game-Show-Podcast oder sowas starten, von wegen, wer bin ich oder so. Also ja, Steffen, also ich habe, was natürlich sehr boomt, sind Sex-Podcasts. Ja. Und ich weiß nicht, ob das mit dir, ob ich da so den richtigen Partner hätte, zu moderieren. Ach du,
drüber reden. Da geht es nicht um, welche Kategorien gibt es auf irgendwelchen Seiten. Das ist was anderes, was die da machen. Ne? Und außerdem glaube ich, es wäre gut, es wäre eine Frau vielleicht, die darüber redet. Weil ich glaube tatsächlich, dass immer noch die meisten doch so eine mehr Männer das hören. Erotische Stimme. Das stimmt. Ja, also eine Zielgruppe gibt es dafür. Sagen so viele. Sachsen-Paule gab es ja auch mal, ne? Ja. Ne? Also ich sag, da ist noch vieles drin. Vielleicht sollten wir das einfach mal gründen. Da ist noch vieles drin, das kann man jetzt auch wieder anders. Naja, gut. So, jetzt sind wir aber von deiner geilen Plemplem-Überleitung ja, weg. Also ich dachte nochmal, der Sascha, der wird jetzt demnächst bei War Comics erscheinen. Hm? War Comics ist doch ein Stichwort. Ja, ja. War Comics ist ja eine sehr schöne Anthologiereihe von Plemplem Productions. Genau. Wo der Thorsten immer sehr, sehr viele deutsche, aber auch internationale Künstler zusammenholt und die in einem wunderbaren Heft zusammenfasst, teilweise als Fortsetzungsgeschichte, teilweise als Standalone. Und was jetzt auch von Plemplem Productions rauskommt, ist Keijo. Mhm. Keijo ist sogar unter einem eigenen Label erschienen, oder? Ist unter einem, also so eine Art Sublabel, so ganz genau begriffen habe ich es noch nicht. Also es heißt, ist ein verlagseigener Imprint namens Ugly Bug. Und da hat man offenbar jetzt sehr, sehr, sehr künstlerische Sachen auch so reingenommen. Denn Keijo ist kein klassisches Comic in dem Stil. Ja. Also ist natürlich ein Heft und auch ein quietschbuntes 20-seitiges Heft. Aber was da drin ist, ist ja so ein Monstermärchen wie aus einem Fiebertraum. Also Keijo, Keijo ist ja im Prinzip eine Anlehnung an das Godzilla-Genre im Prinzip, sage ich jetzt mal. Also, okay. Ne? Also Keijo-Filme, Riesenmonster, die sich bekämpfen. Ja. Und ja, das ist ein Genre, wo ich mich jetzt nicht so mega gut auskenne. Als Kind habe ich natürlich diverse Godzilla-Filme gesehen, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt ständig rankomme. Klar, den Emmerich Godzilla hat man gesehen, der wird ja sehr, sehr verpönt in der Szene. Ja. Aber als Kind habe ich das, oder auch als Heranwachsen habe ich das sehr gefeiert. Wir hatten ja nichts früher. Und da habe ich auch, wir hatten so 4 oder 5 auf Video und die habe ich mir immer wieder angeguckt. Und was weiß ich, Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn und derlei Eskapaden. Okay. Ne? Und, klingt ja fast wie Sharknado so ein bisschen. Ja, also war, natürlich war es auch trashig, aber das mir hat es gefallen damals. Und das ist ein Genre, was immer noch hart abgefeiert wird. Ja. Der wird immer mal wieder belebt, ja. Also jetzt kommt ja der nächste Godzilla auch schon mit ins Kino. Dein Namensvetter von Nerd. Ja. Die haben ja einen eigenen Podcast-Reihe mit König der Podcast, wo sie sich immer wieder derartige Filme vornehmen und die auch besprechen, rezensieren. Und wen das interessiert, der kann da ruhig mal reinhören. Das ist sehr umfangreich und auch mit sehr viel Wissen. Also nicht so wie, was weiß ich, der so alle 10 Jahre. Ich über Comics spreche zum Beispiel. Genau, sondern schon mit Fachwissen dann verbunden. Jedenfalls, um mal wieder auf Keijo zurückzukommen. Ja. Das ist tatsächlich was von einem Herrn, der ist in Polen geboren, deswegen habe ich ein bisschen Probleme mit dem Namen. Und den muss ich nämlich lesen, und zwar ist das der Lukasz Kowalczuk. Der hat das Ganze gemacht. Und wie gesagt, es geht um riesige Wesen im Stil von Godzilla, kann man sich das einfach vorstellen, die gegen die Menschen und natürlich auch gegeneinander kämpfen. Und zwar beginnt das, als das riesige Haimonster Gargantua die Menschheit angreift, also hier eine besondere Stadt. Und da muss natürlich irgendwas zur Verteidigung her. Am besten natürlich ein anderes Monster. Doch, ja, die verhauen sich etwas. Also es hat dann so ein bisschen Cthulhu-mäßige Züge, dieses Monster. Okay. Also viele Tentakel. Und das schafft es dann tatsächlich, Gargantua zu bekämpfen, aber wird dann selber zu einer Bedrohung. Okay. Und da muss natürlich Keijo her. Keijo, das ist im Prinzip ein Hillbilly, nur als riesiges Monster. So ungefähr kann man sich das Ganze vorstellen. Und ihr könnt schon an dieser Beschreibung sehen, dass natürlich sehr, sehr trashig ist, aber auch natürlich sehr opulent gezeichnet, das Ganze. Also der Lukasz
hat hier quasi wie so eine Liebeserklärung an das Genre gemacht. Ja, also das, das ist halt auch was, was ihn selber sehr fasziniert. Mhm. Und ja, es sieht so ein bisschen aus, als wenn Robert Crumb, also der diese ganzen Independent-Comics in den 70ern primär gezeichnet hat, wo er durch berühmt geworden ist, plötzlich so Kirby-Monster malen würde. Mhm. Oder zeichnen würde. Und ja, so exakt so kann man sich das vorstellen. Optisch ist es natürlich ein besonderer Genuss, weil das nicht in einzelnen Panels ist, sondern es ist immer eine Seite und da sind die Szenen drauf beschrieben. Es gibt auch keine Sprechblasen, sondern der Text steht dann halt irgendwo auf der Seite mit dazu. Okay. Wird quasi die Erzählerstimme eingeblendet und es ist einfach ein optisch sehr opulentes Ding. Also du merkst schon, es ist ein bisschen schwierig für mich, das zu schreiben, weil ich sowas bisher noch gar nicht in den Händen hatte. Okay. Und ich finde es aber richtig gut und interessant und tatsächlich von dem würde ich mir, wenn er irgendwo wäre, so auf irgendeiner Messe oder so, da würde ich mir verdammt gerne mal was so zeichnen lassen. Also das sieht schon alles sehr, sehr, also es ist kein Artbook, es ist eher ein, wie gesagt, es ist eher so ein Kaijo Märchenbuch im Prinzip. Und ja, also ich kann das nur jedem ans Herz legen, der für das Genre irgendwas übrig hat, weil es sind so viele Anspielungen, aber auch ja, Anleihen aus anderen, also nicht nur aus Godzilla, sondern auch aus anderen Geschichten, auch die Cthulhu-Geschichte da zum Beispiel. Und es gibt natürlich einen sehr abenteuerlustigen Bürgermeister, der das Monster unbedingt umhauen will und so weiter und so fort. Also es ist eine Liebeserklärung an dieses Genre. Ne? Mhm. Und im Anhang hat er jeweils einseitig Hintergrundinfos über die Entstehungsgeschichten der einzelnen Figuren gemacht, weil die in der Geschichte selber nicht so, wird jetzt nicht erklärt, ja, wo kommt jetzt das Tentakelmonster eigentlich so richtig her und warum ist der Hai, warum sieht der so aus, wie er aussieht. Mhm. Und das macht er halt im Anhang. Okay. Auch wieder einseitig und hat jeweils dazu den Monstern eine Origin geschrieben, was ich auch sehr, sehr schön finde. Wie man das früher von zum Beispiel von Condor-Publikationen haben das teilweise drin gehabt, dass die einfach die Figuren mal so ein bisschen vorgestellt haben. Und da wird natürlich die Fantasie auch nochmal ein bisschen angeregt. Sind 20 Seiten für 6 Euro und ich denke, das ist auf jeden Fall was, was man einfach mal schön mitnehmen kann. Mhm. Drin rumblättern und einfach erfreuen an diesen Stil, den der Lukas da vorgelegt hat. Also es ist knallbunt. Hätte es jetzt nur noch toppen können, indem er das mit so einer 3D-Brille anbietet, dann wäre es wahrscheinlich so ein Drogentrip geworden. Und ja, also es ist immer wieder interessant, was Plemplem so auf den Markt wirft, weil wer würde es sonst veröffentlichen in Deutschland? Also da fiel mir jetzt nicht viele ein. Nee, ist experimentierfreudig. Und das ist aber normal dann im Heftformat, ja? Das ist im Heftformat, ja. Okay. Wie gesagt, wir hatten ja PDF zur Rezension, deswegen kann ich jetzt zum Heft... Kann man dazu noch was sagen, ob das irgendwie fortgesetzt wird, oder? Also da geht jetzt nichts draus hervor. Also es ist in sich abgeschlossen. Ne? Mhm. Man könnte, da, wenn er da das möchte, kann er natürlich jederzeit da weitere Episoden dazu machen. Ja. Also es ist... Also in sich erstmal abgeschlossen soweit und ohne großen Cliffhanger. Mhm. Ja, also es ist wirklich was für Fans. Und eigentlich so, es ist auch schon smart von Plemplem Productions, weil die sind ja nicht nur auf den klassischen Comic-Messen, sondern die sind ja teilweise auch so auf so Film, DVD, bla, Mischmessen, wo einfach auch Leute sind, die vielleicht genau die Zielgruppe dafür dann hast. Also es richtet sich nicht nur an Comic-Fans, sondern tatsächlich auch an Filmfans von diesem Genre. Mhm. Und das finde ich eine schlaue Idee. Machen Sie gut, und ich bin gespannt, wie andere das Ding sehen werden. Mhm. Ne? Ja. Also da gucken wir doch mal gerne rein. Ja. So, du hast auch sehr künstlerisch, sehe ich hier gerade. Ja. Ja gut, dann fangen wir mit dem an, wenn du den schon erwähnt hast. Mhm. Und zwar von einem anderen Podcast von den drei Frauen in Comics Podcast habe ich ein bisschen aufgeschnappt, dass es einen Comicband gibt, der da heißt Dick Madame, die lachte. Der Titel hätte mich jetzt erstmal nicht so weiter angesprochen, hätte ich jetzt erstmal eher drüber gehört, aber dann ist der Name Citru gefallen und Citru war ja derjenige, der mich ja sehr begeistert hat mit der Adoption als Autor. Und hier tut er sich zusammen mit einem gewissen Springer und
habe für Schreiber und, also ist in Deutschland bei Schreiber und Leser erschienen unter dem Noir-Label eben dieser Band Dick Madame die Lachte, was deutlich in die Krimi-Richtung geht. Ja? Wie auch das Label Noir auch schon vermuten lässt. Und dann haben sie es so grob erzählt, um was es da in der Handlung geht. Und das hat mich dann auch schon begeistert, weil so überhaupt die Situation im Outback hat sich ein Ehepaar, also im australischen Outback hat sich ein Ehepaar praktisch eine Straußenfarm erbaut bzw. gepachtet und ist da halt am Straußen züchten. Und das in Australien, ja, könnte man jetzt erstmal vermuten, ob das so eine gute Idee ist, aber ja, also es scheint gut zu laufen und es ist halt auch so, dass wie heißt der denn? Pep Bla, das ist der Mann, ganz viel Potenzial in diesen Straußen sieht. Also der zählt auch mal auf, was da alles drin ist an dem Strauß. Also das Fleisch, dann hast du mit den Zehen hast du irgendwas, die Federn werden für irgendwas genutzt und so weiter und so fort. Da ist also seiner Meinung nach sehr viel Potenzial dahinter und der Band beginnt aber im Grunde mit was völlig anderem und zwar damit, dass eben dieser gewisse Pep Pla seine Frau quasi erschlagen hat, aber auch so richtig blutig. Also wer jetzt ein bisschen weicher drauf ist, für den ist es eher nix. Also wenn ihr nur noch schöne Comics lesen wollt, dann solltet dann ihr es nicht lesen. Genau. Ich glaube, das sieht man aber schon am Cover. Ja, ja, doch. Es ist ziemlich, genau, da sieht man halt auch den Strauß mit dem Auge, genau, was da runterhängt aus dem Schnabel. Ja, also Frau bis zu nicht mehr wiedererkennbar verstümmelt und so weiter und so fort. Er wird sie los in einem Brunnen, kommt nach Hause und wer steht da? Seine Frau. Mhm. In der Küche. Auch ärgerlich. Als wäre nichts gewesen. Ja. So, und das ist halt der Auftakt dazu. So viel haben auch die Kolleginnen schon verraten und das liest man auch auf dem Deckel und verrät damit noch nicht zu viel. Also das ist so der Auftakt der Story. Und dann verwirrt sich alles so ein bisschen, dann kommt auch noch seine Stieftochter, weil es ist das Kind aus erster Ehe wohl von der Frau, die kommt dann zurück und naja, und es entwirrt sich so eine recht groteske Handlung daraus, über die ich an der Stelle gar nicht viel verraten möchte, weil das sollt ihr lesen, das ist echt gut gemacht. Und das Ganze basiert auf einem französischen Kehrreim, der da heißt, da müsste ich jetzt mal ganz kurz mir das nochmal kurz geben, da müsste ich noch mal kurz ans Ende. Eine kleine Dickmadame? Eben nicht, weil es ist und sie lachte. Es ist praktisch die Übersetzung. Der Text ursprünglich von Edmond Bouchot alias Dufleuf. Ja. Und es ist auch so ein Kehrreim, der wohl auch musikalisch unterlegt wurde schon und irgendwie musikalisch präsentiert wurde. Und der ist halt auch hier hinten dann nochmal komplett abgedruckt. Man hat jetzt überhaupt nichts gemein mit Dick Madame die Lachte, was man aus dem Deutschen könnte. Das ist ja auch so ein kurzer Kehrreim zwar nur, weil ein paar Zeilen. Und man hat wahrscheinlich irgendwie ein bekanntes... Ähnliches gesucht. Ja, was Ähnliches wäre ja noch sinnvoll gewesen. Aber es gibt wohl nichts Ähnliches im Deutschen. Deswegen muss man dann irgendwas nehmen. Und er denkt halt, das ist auch das... Kommt ihnen halt so kurz in den Sinn, ganz am Anfang, dieser Reim, also Dick Madame die Lachte. Und also hier in der deutschen Ausgabe, in der französischen ist es dann eben dieser andere Kehrreim, der dann wahrscheinlich auch ein bisschen besser dazu passen würde. Aber lest euch die Geschichte durch, lest euch im Anschluss diesen französischen Original-Kehrreim durch. Wie gesagt, der ist hier drin abgedruckt und übersetzt. Und nochmal ein bisschen zu den Zeichnungen. Das ist ein bisschen außergewöhnlich, was die Farbgebung angeht. Also es ist erstmal, wenn man jetzt andere Comics von Sid Roux als Autor kennt, wie jetzt zum Beispiel die Adoption, die ja doch sehr klar gezeichnet war und sehr
naja, schon fast Pixar-mäßig so ein bisschen, ne, so in die Richtung künstlerisch gehend, ist das hier ziemlich, ist das hier passend zur Geschichte doch recht hässlich gezeichnet, hässlich in Anführungszeichen, weil es ist auf jeden Fall dazu passend. Und die Farbgebung ist halt hier so gestaltet, dass das immer mal so wirklich nur, man hätte es theoretisch auch schwarz-weiß lassen können mit Schattierung, aber es ist halt immer noch so ein Farbton dabei, der jetzt gerade irgendwie zur Stimmung passt oder ja, was auch immer unterstützt. Und natürlich ist die Farbe Rot dann nochmal präsenter in speziellen Szenen. Und das ist relativ interessant gemacht. Also ich finde es mit den Farben dieses Spiel sehr interessant. Kann man bestimmt auch dadurch nochmal ein bisschen was mehr rauslesen. Eben weil diese Farbstufung immer zu der Situation gerade ein bisschen passt. Also schaut es euch mal an. Ja, es freut mich, dass du dir den gekauft hast. Den darfst du gleich hier lassen. Ja. 18,80 Euro bei Schreiber und Leser, wie gesagt. Ich habe es ja schon bei den Damen gehört. Wie gesagt, bei dem Titel wäre ich eher abgeschreckt gewesen, wenn ich das nicht gehört hätte, weil, wie gesagt, gerade gut, es fördert natürlich das Langzeitgedächtnis, wenn ich so, das ist sowas, was man vielleicht in seinen Kindertagen hört, also in frühen Kindertagen diesen Abzählreim. Ja. Eine kleine Dickmadam fuhr mal mit der Eisenbahn. Eisenbahn, die krachte, Dickmadam, die lachte. Ja, und das kann man heute ja gar nicht mehr sagen. Wir wollen ja kein Fettshaming machen. Ne? Das ist nicht in Ordnung und deswegen prangere ich das an. Ach so. Ne? Aber ja, also andererseits setze ich natürlich im Hirn sehr gut fest. Also, genau. Also wenn ich nur den Titel lesen würde, hätte ich das niemals angefasst. Was man auch irgendwie sich merkt. Ne? Aber dieses morbide Cover mit den Strauß, mit dem Augapfel inklusive Sehnerv hinten dran aus dem Schnabel, das finde ich schon ganz schön. Ja. Ne? Und da freue ich mich und werde mir das schön zu Gemüte führen. Bin ich mal gespannt, was du dann auch dazu sagst. Ist auch wieder Imprint, Schreiber und Leser noir. Genau, ja. Also finde ich gut, dass da derlei Dinge kommen, aber... Apropos, wenn wir gerade bei Citrus sind, du hast ja nun auch, wie ich sehe, den zweiten Band gelesen. Ja. Die Adoption. Willst du dazu noch kurz was sagen, oder? Ja, ich sehe es sehr ähnlich wie du. Ja. Dass das Mädel einfach fehlt. Also der erste Band hat sehr von der Interaktion des Mannes mit der Adoptivtochter. Genau, der Adoptivtochter von seinen Kindern. Ja. Also von seinem Sohn. Und das fehlt mir jetzt tatsächlich. Also er hat da auch seine Erlebnisse, er denkt viel über die Vergangenheit nach, ist in einem fremden Land. Das ist nicht, also ich will nicht sagen, es ist ein schlechter Comic, aber der erste hat von der Interaktion von den beiden gelebt. Der hatte dadurch eine ganz andere Dynamik irgendwie, fand ich auch. Also ja, genau. Also der erste hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, beim zweiten habe ich damals so lang auch eine Erwartung gehabt, nach dem Cliffhanger des ersten Bands halt. Ja, irgendwie war dann da ein bisschen die Luft raus, wobei es, wie gesagt, kein schlechter Comic war. Also es ist, wir erfahren viel über die Hintergründe, warum das eigentlich alles passiert ist, ganz klar. Und auch über die familiären Hintergründe von dem Adoptiv-Opa und seinem Sohn. Ja. Wird ja auch einiges dazu berichtet, aber... Ja, also man kann das auch durchaus ohne den zweiten Band lesen, muss ich sagen. Fast, ja. Ja, also man könnte den weglassen und wäre trotzdem sehr zufrieden. Klar, wer mehr dazu wissen will, der braucht den zweiten. Ja. Aber der erste ist schon dieses Herzensding. Genau, ja. Ja? Und also das Gefühl, was der erste aufbaut, das gibt es halt im zweiten dann eigentlich nicht mehr so extrem oder nicht mehr so in der Fülle. Ja, und in der Erinnerung halt. Ne? Und das, ja, klar. Also aber gut, er hat sich was dabei gedacht, das so zu machen. Ich finde, es ist auch okay. Also es ergänzt sich nochmal ganz gut. Aber es ist irgendwie so, wie als ich habe jetzt einen Film gesehen und jetzt kommt der zweite Teil und irgendwie erreicht er nicht das von dem ersten oder die Erwartungshaltung vom ersten. Vor allem, wenn du dann so einen Cliffhanger hast irgendwie. Und also wie gesagt, Es sind zwei Bände, ihr könnt nichts falsch machen, wenn ihr euch beide kauft und ich glaube, die komplette Story da, ja, und
ja, zeichnerisch ist es sowieso ein Augenweide in beiden Bänden. Mhm. Und ja. Es ist auch erfreulich, dass sowas halt mittlerweile auch in Deutschland rauskommt. Mhm. Also es ist ja jetzt ein Prozess gewesen, also das wäre in den 90ern wahrscheinlich nicht in deutscher Sprache rausgekommen. Und vor 10 Jahren wäre es, okay, da, mit Splitter ging es ja dann los. Klar, bei Carlsen gab es auch immer schon, aber die haben sich tatsächlich meistens auf die sicheren Sachen gestürzt und Altmeister und sowas. Und das sehe ich eher experimentell, dass sie das rausgebracht haben, und es freut mich, dass das so gut gelaufen ist. Mhm. Ja. Ja, so ist das Ganze. Was hast du denn noch so? Ja. Machen wir mal einen harteren Bruch. Einen harteren Bruch, ja. Tatsächlich habe ich doch mal wieder was Superheldiges geholt. Mhm. Und zwar ist das Old Man Hawkeye. Warum fängt der alte Mann jetzt wieder mit den Superhelden dran? Mhm. Das ist ganz klar, Hawkeye ist eine sehr beliebte Figur von mir. Ich mochte ihn schon tatsächlich in den 80ern, wo man ihn bei den Rächern gesehen hat oder speziell bei den Westküstenrächern. Und da hat mir die Figur immer schon sehr, sehr gut gefallen, mit derselben Prämisse wie ja eigentlich Batman, wie Captain America, dass es eigentlich normale Menschen sind und dass sie halt durch besonderes Können ja in der Liga spielen, wo dann Leute sind, die übermächtig Wesen sind. Und er ist halt ein Trickbogenschütze und trotzdem hat er es geschafft, da in diese Superhelden-Ecke mit reinzukommen. Abgesehen davon, muss ich natürlich sagen, hat mir generell die ursprüngliche Geschichte, nämlich Old Man Logan von Mark Millar und Steve McNiven, sehr gut gefallen. Das war ja auch ein Überraschungshit damals eigentlich. Und damals wurde halt die Geschichte des gealterten Wolverine in so einer postapokalyptischen Version des Marvel-Universums, wo viele, viele Helden schon tot sind, erzählt. Und das Ganze wurde ja dann noch ein bisschen ausgebaut. Und zum Ausbau von diesem Universum gehört halt auch Old Man Hawkeye. Die andere Serie hatte ja auch einen gewissen Ausgang, deswegen spielen diese Handlungen jetzt schon vor dem Old Man Logan. Und der Autor Ethan Sachs und der Zeichner Marco Cecchetto haben sich der Welt halt nochmal angenommen und erzählen die Geschichte von Clint Barton. Und er muss sich halt im Ödland allein durchschlagen größtenteils. Und er lebt halt immer noch von seiner Treffsicherheit als Meisterschütze. Und das Problem ist auch durch das Alter, er hat halt ein Problem. Logan hat immer noch einen gewissen Heilfaktor, obwohl er ja da auch schon stark gealtert war in Old Man Logan. Den hat er halt nicht, sondern er ist halt wirklich so alt, wie er auch aussieht. Und sein größtes Problem, also das Adlerauge wird langsam blind. Und während er sich so verdingt als Söldner, mehr oder weniger, trifft er auf verschiedene andere ehemalige Helden und Schurken, zum Beispiel Jamie Madrox, der als Multiple Man bekannt ist und der sich jetzt komplett in so eine Bande von sich selbst verwandelt hat, aber die sind alle schon relativ degeneriert und so Desperado-mäßig unterwegs. Und als er versucht, den einen oder anderen von denen auszuknipsen, weil ist ja nicht schlimm, weil es kann man ja ruhig töten, sie sind ja eh nur Duplikate, verfehlt er plötzlich. Und das ist für ihn, der wirklich der Trickschütze ist vor dem Herrn, ist das natürlich was Großes. Es gibt Begegnungen mit seiner Ex-Frau, es gibt Begegnungen mit seiner Tochter. Mhm. Und dann hat er plötzlich wieder eine Mission, bloß er sieht halt nicht allzu viel. Ne? Ja. Und die Künstler haben versucht, die Stimmung von Old Man Logan einzufangen. Ja. Zumindest bei den Namen sind sie gescheitert, denn dann müsste ja Old Man Barton heißen und nicht Hawkeye. Aber wahrscheinlich war man sich nicht sicher, ob die Leute es zuordnen können. Oder zumindest Old Man Clint. Ja. Nee, nicht schon Barton dann halt, ne? Und, Logan ist dann nicht der Familienname. Hm? Logan ist dann nicht Doch, der Familienname. Natürlich. Oh, Steffen. Ich bin so schön, dass wir das auf Tape haben. Der heißt James Logan. Nein, der heißt James Howlett. Hm? Der heißt James Howlett. Ich bin froh, dass wir das auf Tape haben. Da komme ich jetzt durcheinander mit Origins? Mit Origin? Genau, da war es James Howlett. Ja, war das da und schon? Und Logan war dann quasi
Das ein Spitzname oder Rufname, okay, oder irgendwie sowas. Ja, wie auch immer. So, bin ich froh, dass wir das auf Tape haben. Liebe Hörer, schreibt doch mal in die Kommentare, wie es richtig ist. Ja, es kann natürlich sein, dass wir beide völlig falsch liegen oder noch nicht mal. Ja, du willst. Bist du ein Sackecht? Nein, ich möchte ja auch, wenn ich kann ja sein, dass ich das auch falsch verstanden habe. Der war doch in Origin war doch adoptiert. Er hat doch irgendwann festgestellt, dass ne, ja, du denkst dir die ganze Zeit, das ist der andere und dann ist es dann der James Howlett. Ja. Wie auch immer. Nun ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen auch darauf ausgerichtet, dass die Leute, die vielleicht nur die Filme kennen, also die Kinofilme kennen, das auch so ein bisschen alles zuordnen können. Ja. Und aber der Zeichner, also der Marco Cecchetto, hat sich sehr an die Ästhetik von dem Vorbild gehalten und sieht halt aus wie so ein richtiger, dreckiger Endzeit-Western. Und also es gibt auch neuere Erfinden, also Figuren, die vorher noch nicht aufgetaucht sind in diesen speziellen Ödland-Setting, aber natürlich auch alte, die man da schon kennt, dass man sich Was da meinst auch du jetzt mit neue, ganz neue oder? Nee, meinst du, also schon neue, alte, neue Figuren, alte, die bloß noch nicht bei Old Man Logan erschienen sind. Okay. Und also das. Kannst du den Band jeden empfehlen, der den Old Man Logan gelesen hat oder? Also ich finde, man sollte die Erwartungshaltung nicht ganz. Ich finde, man sollte sich schon ein bisschen halt im Marvel-Universum auskennen, um das genießen zu können. Also wenn ich weiß, wer Multiple Man ist und was er vielleicht kann oder wie er sonst so drauf ist, natürlich kannst du das einfach hinnehmen und sagen, der sieht so und so aus, aber geiler ist natürlich, wenn du siehst, wie sich was verändert hat. Das ist so ungefähr, als kommst du, was weiß ich, alle 10 Jahre mal an einen Ort, wo du mal gelebt hast und siehst, wie plötzlich Häuser eingerissen wurden und was anderes draufsteht, andere Sachen verfallen und wie sich die Stadt ganz anders entwickelt hat. Und das ist ja dann das große Interessante an solchen Endzeitkonzepten halt. Ne? Ja. Also wie bei Days of Future Past ist es halt auch das Interessante gewesen zu sehen, wie entwickelt sich das weiter. Und ich rede jetzt nicht von dem komischen Film, sondern von der Comic-Vorlage. Ah ja. Und der Christian Endres hat wieder im Vorwort dazu geschrieben und er gibt zumindest einen kurzen Überblick, damit auch der Gelegenheitsleser, der noch nicht so lange damit sozialisiert ist, damit was anfangen kann. Ne? Und außerdem gibt es noch ein Interview mit Marco Cecchetto, wo er die Inspiration zu dem Comic erläutert und finde ich einfach gut, dass sie sowas mit reinpacken. Das ist ein großer Mehrwert, wenn du so einen Anhang hast, wo du nochmal vielleicht Skizzen hast oder wie so ein Interview oder was auch immer, dass das rundet das Ding einfach ab und sie haben auch sehr schön und stimmig rausgefiltert, was ehemalige Weggefährten von Hawkeye betrifft, also andere Ex-Rächer. Natürlich fragt man sich bei dem anderen, warum ausgerechnet der entkommen konnte und verschiedene andere wirklich wesentlich mächtigere nicht, aber das, wenn man diese Frage sich stellt, dann braucht man gar nicht anfangen zu lesen halt. Ne? Ja. Die Logik hinter Comics ist halt nicht immer groß. Mhm. Ne? Es wird einen nächsten Band dazu geben, also einen abschließenden Band. Momentan ist noch alles offen und ich bin doch sehr gespannt, wer das Ganze überlebt oder wer vielleicht auch nicht. Wäre das was für dich? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja, wie gesagt, auch den Old Man Logan damals gelesen. Fand ich sehr gut. Den ersten zumindest. Also ich glaube, da gab es dann nochmal einen zweiten oder was. Den habe ich jetzt nicht gelesen. Von daher würde ich das ganz gerne schon nochmal lesen. Ja, also auf jeden Fall, ja. Und das ist ja das Prequel dazu im Grunde, ne? Das ist im Prinzip sowas wie ein Prequel dazu. Genau, okay. Ne? Also das wurde ja sowieso schon ein bisschen ausgebaut, das Universum. Es gibt ja nicht nur die eine, es gab ja noch andere Dinge in dem Bereich und da widmen sie sich halt tatsächlich dann Hawkeye. Ne? Und, ja, aber gut, wenn das in 2 Bänden abgeschlossen ist, dann ist das ja auf jeden Fall mal eine Überlegung wert. Dann ja. Ich mag sowas, wenn es ein bisschen übersichtlicher ist mittlerweile, ganz gern. So die ewig laufenden Serien bin ich da gar nicht so hinterher. Ich habe mir jetzt mal auf Tipp eines Kollegen hin, dessen Sohn
plötzlich auch Comics kaufen wollte. Den neuesten Scarlet Spider geholt. Also die beiden, es sind ja zwei bisher erschienen, der dritte kommt demnächst. Und dazu dann gleich noch die Vorgeschichte mit der neuen Klonsaga. Werde ich jetzt dann demnächst mal lesen und dann hier davon mal berichten, wie mir das jetzt gefallen hat, weil der richtige Spider-Man, den habe ich mir schon seit langem nicht mehr gegönnt jetzt. Und so die Entwicklung, die mich so gar nicht mehr interessiert hat. Und Ben Reilly mag ich ganz gern, mochte ich damals schon in den 90ern halt. Und ja, wenn es den jetzt wieder gibt, warum nicht, dann gibt man dem Ganzen mal eine Chance. Ne? Sehr gut. No. Ja, bin ich gespannt. Finde ich auch interessant. Ich habe ja die normale Spider-Man-Serie tatsächlich noch aus traditionellen Gründen im Abo, ja. Aber auch tatsächlich jetzt schon, also lange, lange Ausgaben liegen ungelesen in einer Kiste. Werden ja jeden Monat mir zugesendet, da ich jetzt nicht so wirklich den Laden in der Nähe habe. Und ja, müsste ich vielleicht mal wieder nachholen. Und ja, generell ist halt für mich zu prüfen, wie ich die Abos weiterführe oder halt auch nicht. Ne? Wir haben noch ein paar andere Serien im Abo. Und naja. Aber das Schöne ist, da kann man immer mal wieder drüber nachdenken, was liest man noch und genau. Muss man. Klar. Aber tatsächlich, wenn es dann nicht liest, sondern einfach nur abheftest im Prinzip, ist es natürlich auch schwierig. Andererseits genieße ich das natürlich, wenn ich dann einen Run habe, das auch zu lesen. Also ich bin kein monatlicher Leser, dass ich sage, Wenn ich jetzt heute Bock habe zu sagen, auch jetzt hätte ich mal Bock auf zwei, drei Runs von Batman, dann schnappe ich mir die und kann ich mir die durchlesen, ohne dass ich sie vorher gelesen habe. Also von daher, ist auch, also so dieses Comic vorhalten kann man auch machen, ist vielleicht nicht das Gesündeste, aber ja, weg von den Superhelden oder was heißt weg von den Superhelden, oder das sind reale Helden. Und zwar habe ich mir angefordert, tatsächlich nachdem ich gelesen habe, dass es das gibt, den Band Todesstreifen. Ja. Vom Verlag CH. Links. Also es heißt, glaube ich, Christoph oder Christian. Ja. Noch schon. CH Links Verlag, auf jeden Fall aus Berlin. Christoph Links Verlag, genau. Und zwar Todesstreifen geht es um die Geschichte von ehemaligen DDR-Bürgern, die auch mitgewirkt haben. Nämlich zum Beispiel der Raik Adam, der hier auch als Autor ist. Und das waren Metalheads. Und da war ich natürlich schon sofort in der Story dabei, weil also man kennt das so aus der DDR, wenn man da ehemalige Filme sieht. Du kennst vielleicht noch in Live, wobei natürlich wirst du da wenig Begegnungen mit Punks gehabt haben, denke ich mal. Relativ wenige. In deinem Umfeld. Aber war es natürlich auch noch sehr jung zu der Zeit, aber dass es richtig Metalheads auch gab in der DDR, das war mir unbekannt. Und das waren natürlich auch nicht unbedingt diejenigen, die besonders viel mit dem System anfangen haben, weil Heavy Metal ist natürlich sehr stark vom Freiheitsgedanken beeinflusst und auch mit langen Haaren und amerikanischen, englischen, was weiß ich, Band-T-Shirts, wie hier teilweise aufgefahren wurde oder wie man damals vielleicht gesagt hat, so im Gammler-Look. Das kam natürlich in der DDR nicht besonders gut an, wie sie sich da gewandelt haben und was sie da gut fanden. Und so haben es die Freunde dann, also sind drei, vier Jungs, dann tatsächlich geschafft, auszureisen. Ja. Also die sind nicht geflüchtet jetzt 89 erst, sondern die haben es vorher schon geschafft auszureisen. Ja. Aber den Jungs war es nicht genug, einfach jetzt in West-Berlin zu sein, wo sie sich dann aufgehalten haben, was natürlich damals auch eine speziellere Stadt war, als es jetzt eigentlich auch noch ist. Also das, wo du einfach ein ganz ungewöhnliches Klima von Menschen hast, die sowieso da wohnen, aber auch Leute, die dahin flüchten, weil es Alternative ist, weil du dem Wehrdienst entgehen kannst und so weiter und so fort, weil das also ist mit heute nicht vergleichbar. Und jedenfalls haben sie dann beschlossen, also sie können das nicht so stehen lassen, dass da immer noch so ein Unrechtsstaat existiert,
sondern sie wollen angreifen. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass sie was gemacht haben, was tatsächlich sehr, jo, also sehr, sehr riskant natürlich auch war. Ja. Und zwar haben sie von West-Berlin aus angefangen und haben DDR-Wachtürme angegriffen. Und zwar haben sich dann einfach mal die Skimasken über die langen Haare gezogen und ja, haben sich Bierflaschen gefüllt und haben Molotow-Cocktails gefüllt und haben mhm. Wachtürme angegriffen. Ja. Oder haben Großteile aus den Zaun rausgeschnitten. Also man muss sich das so vorstellen, dass auf der West-Berliner Seite natürlich die Mauer war mhm. und da war jetzt natürlich kein Minenfeld davor. Ne? Es ja, kamen jetzt auch wenige Leute auf die Idee, natürlich in die DDR zu flüchten. Du konntest ja ausreisen. Umgekehrt war das natürlich ein sehr, sehr, wie der Name schon sagt, ein Todesstreifen. Also ja, wo du einfach auf einem Minen latschen konntest und dann war es das. Oder dir schießt irgendeiner von so einem Turm aus in den Rücken, weil er sagt, das ist nicht gut, dass du aus diesem Land rausfällst. Mhm. Ne? Und das ist natürlich in einer Stadt wie Berlin mitten im Kalten Krieg, muss man ja, natürlich bedenken. Also wenn da plötzlich so ein Wachturm von der Grenze, von der DDR bricht, ne? Also ich will nicht sagen, da kann ein Krieg vom Zaun gebrochen werden, aber für die Beziehung war das wahrscheinlich nicht besonders gut. Ja. Und du siehst halt, wie sie darüber denken, warum sie dann beschlossen haben, die anzugreifen. Hier in dem Buch wird sehr darauf eingegangen, dass sie halt das versuchen, dass da auch keiner zu Schaden kommt. Mhm. Wo ich sage, ist natürlich, wenn du einen Wachturm in den Brand steckst, ist es natürlich relativ schwierig, das so ein bisschen, also wenn du ein Stück aus dem Zaun rausschneidest, ja, wird niemandem damit was wehtun. Ne? Aber wenn du irgendwas, wenn du irgendwas im Brand steckst, ja, ja, dann ist das eine ganz andere Nummer. Ja. Musst du damit rechnen, dass du damit jemanden in Mitleidenschaft schießt. Ja, ja, also es wird auch von, die Gegenseite wird auch dokumentiert, wie dann die Grenztruppen der DDR dann alle die Spuren sichern und alles fotografieren. Und es sind natürlich auch historische Dokumente dabei, die sie nach der Grenzöffnung dann bekommen haben. Ich weiß nicht, ob man das dann einfach einsehen konnte, wo dann die... Konntest du es zumindest, glaube ich, beantragen, ja, die Ansicht, ja, ja. Wo dann der ganz bürokratische Vorgang aufgezeichnet ist, also das gab es und du hast es natürlich auch so in so einem, ja, nicht nur Beamtendeutsch, sondern DDR-Beamtendeutsch auch noch, wie das alles so, wie die das aufgenommen haben, Gespräche, es sind auch historische Situationen abgebildet und das Besondere ist halt, dass sie oftmals Fotos auch als Vorlage genommen haben. Mhm. Also es ist jetzt kein, wie Marvel das macht, wenn er über die DDR was zeichnet, dass es freie Hand macht aus seinen Erinnerungen, sondern da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Fotoreferenzen und damit gehen sie natürlich auch ganz offen um, weil hier geht es natürlich nicht darum, wer macht die schönste Zeichnung, soll so ein bisschen Dokumentation sein. Im Anhang sieht man es sehr, sehr deutlich, mhm, was für Inspirationen sie sich das genommen haben, vielleicht auch mit dem Computer so ein bisschen einfach mal umgewandelt, gibt es ja diverse Programme. Macht aber überhaupt für mich keinen Abstrich, sondern macht das Ganze nur noch realistischer, wenn du hinterher die Fotos von den Metalheads da halt siehst und finde ich mega spannend. Das Ganze wurde auch veröffentlicht von der Stiftung Berliner Mauer. Mhm. Ne? Mhm. Und wie gesagt, ich habe ja auch Rezensionen wie üblich dazu geschrieben, zum Beispiel auf Amazon oder bei uns auf der Homepage natürlich auch. Mhm. Und tatsächlich hat sich dann der Reik Anders hat sich dann gemeldet, mhm, weil ich hatte natürlich auch gesagt als Kritikpunkt, dass ich es schade fand, dass das Metal-Ding so ein bisschen wenig zugute kommt. Ne? Also weil als Metalhead, für mich ist Wachturm angreifen ist natürlich spannend, aber Metalheads in der DDR, das finde ich noch viel, viel spannender, weil ja, wo kriegst du das Material her? Ja. Ne? Also wenn du was von Korrod hören willst, dann kannst du das wahrscheinlich da kaufen, aber wenn du was von Motorhead hören willst, mhm, da wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und das, ja, das hätte ich halt, und auch die Interaktion zwischen den Freunden untereinander. Ja, also es wird schon mal gezeigt, wie sie im Café sind oder eine Wurst essen, mhm, oder ein Bier trinken, aber es ist jetzt nicht so ein Buddy-Ding, mhm, aus dem das Ganze wahrscheinlich raus entstanden ist. Und dann hat er gesagt, ja, ist natürlich schon drauf ausgerichtet, dass das auch an Schulen benutzt werden kann. Ja. Und er hat mir auch geschrieben, also die Schulen sind sehr dankbar, dass, mhm, es sowas gibt und da werden auch deutliche Mengen abgenommen. Also es, ja, ist schon so ein bisschen natürlich auch mit Bildungsauftrag, naja, das Ganze versehen, aber trotzdem macht es nach wie vor immer Spaß. Wie gesagt, zwischendurch immer historische Dokumente eingespeist. Sie haben dann nachher auch was mit Flugblättern versucht. Oder es gab ja auch so Aussichtstürme
von West-Berlin aus, wo du einfach mal in die Ostzone reingucken konntest. Mhm. Ne? Tatsächlich habe ich das als Schüler, haben wir das in der Grundschule auch gemacht. Mhm. Ne? Und da sind wir schön, aber allerdings an der innerdeutschen Grenze natürlich, mhm. sind wir schön an der Werra lang gefahren. Mhm. Und da gibt es ja direkt an der Werra logischerweise auch Orte aus dem Zoo, also, ne, aus dem Grenzgebiet, wo halt nur die ganz krass, wie soll ich das sagen, parteitreuen Menschen auch wohnen durften halt, mhm. auch, ne? Und dann hast du da auf deinem Parkplatz gestanden, hast darüber geglotzt. Und ich erinnere mich, da haben die von ihrem Wachturm aus da drüben, haben die so ein Spieluhrlied, haben offensichtlich gesehen, da sind Kinder anwesend. Jetzt machen wir über die Außenlautsprecher, machen mal schön, dass das Ganze ein bisschen beschaulicher wirkt, haben so wie so ein Spieluhr über Lautsprecher laufen lassen. Okay. Also es ist schon spannend, ja. Weil, wie gesagt, ich hatte zum Beispiel auch Lehrer, mhm. Die durch die Werra geflohen sind, naja. Ne? Mhm. Und da war aber nichts, dass da einmal mal die Spieluhren gemacht hat. Da haben sie nämlich einmal, ja. mal mit dem Karabiner, ja. versucht, den aus der Werra rauszuschießen, ja, halt. Ne? Und wenn du, für mich ist es natürlich noch sehr, sehr real, wenn du das gesehen hast, wie so ein wirklicher Todesstreifen ist. Mhm. Gelegentlich, wenn ich nochmal in der alten Heimat bin und dann an so Orten spazieren gehe, wo das vorher war. Das ist immer noch ein komisches Gefühl, auch wenn natürlich jetzt der Zaun nicht mehr da ist, aber du wusstest vorher, also wenn du dich darüber schaffst, dann fliegst du mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Luft oder wirst erschossen von irgendwem. Und das ist natürlich was sehr Bedrückendes und es ist schön, dass wir das, dass wir das jetzt nicht mehr haben, einfach, mhm, auch. Also es, ja. wird ja oftmals vergessen. Ja. Das stimmt, ja. Aber dass du einfach, dass Menschen ihr Land verlassen können und Urlaub da machen können, wo sie so möchten und, mhm. nicht mehr vom Unterdrückung zusammengehalten werden, das ist schon eine schöne Sache, wird leider viel zu oft vergessen heutzutage. Mhm. Ne? Also, weil es hat ja einen Grund, dass das alles nicht so funktioniert hat am Ende. Ne? Mhm. Und ja, wie gesagt, der Band kann man sich auf jeden Fall geben, für jeden, der historisch da natürlich interessiert ist und die ganze Action sehen möchte. Hat man dir denn jetzt irgendwie in Aussicht gegeben, dass es da vielleicht noch eine Fortsetzung von gibt oder eine Weitererzählung eben der Themen, die dich jetzt interessieren? Oder? Nee, das leider nicht. Aber, mhm. es gibt tatsächlich dazu, bin ich auch noch am Kämpfen mit mir, ob ich den hole, ein Fotoband dazu, wo das alles ein bisschen näher beschrieben wird. Hier hinten sind natürlich auch viele Fotos drin, gerade was man so als Referenz benutzt hat. Mhm. Und wie gesagt, wer so ein bisschen... Es ist kein Action-Comic, sondern es tatsächlich, es geht um, was die gemacht haben. Ja, ja. Ne? Mhm. Und sie haben auch andere Aktionen gemacht, um jetzt nochmal drauf zurück, mit der Aussichtsplattform. Bei uns war das ein Parkplatz in West-Berlin, halt diese Türme. Mhm. Und da haben sie einfach mal ein schönes Plakat entrollt von so, mhm. was natürlich auch nicht geduldet wurde von der westdeutschen Polizei, weil man wollte natürlich jetzt auch nicht unbedingt da jetzt provozieren halt. Mhm. Ne? Also wenn sich, mhm. zwei Nationen mit Gewehren an der Grenze gegenüberstehen, ist niemals toll, wenn man da provoziert. Mhm. Sie haben da mal Freiheit und Demokratie für die DDR, stoppt den Stasi, wie hieß es, stoppt den Stasi-Staat oder sowas. Und Stasi natürlich auch schön mit den SS-Runen geschrieben halt. Ne? Also sie waren da schon sehr konsequent in ihrem Handeln. Also, mhm. ich finde es immer nach wie vor noch spannend, dass sowas da entsteht oder entstanden ist in der DDR. Wie gesagt, diese Punk-Fotos aus der DDR, die kennt man. Aber tatsächlich den Heavy Metal dann daraus zu stellen und also das unglaubliches Ding. Ne? Mhm. Ich mag ja sowieso autobiografische Sachen und so ein bisschen geht das ja in die Richtung hier. Und wie gesagt, man hätte es nur verbessern können für mich, wenn mehr Interaktion untereinander gewesen wäre. Es sind auch viele, viele Ansichten aus dem alten Berlin halt, wie das vorher drin aussah. Hm. Gespräche von den Grenzern teilweise nachempfunden. Zum Beispiel, die sind halt irgendwann ausgereist. Ja. Das ist auch so ein großes Fragezeichen. Mhm. Und da sind sie relativ schnell. Also er hat auch sein Auto, was er damals hat. Und das ist halt schon so ein bisschen Muscle Car-mäßig war er da unterwegs. Und da würde mich halt interessieren, wie hat das denn funktioniert? Also in der DDR sich irgendwelche Platten zu besorgen mit Metal-Musik oder Tapes oder sowas, das mag ich mir noch vorstellen. Aber dann reist du da aus, hast theoretisch nicht allzu viel und irgendwie musst du dich ja auch finanzieren. Also das finde ich halt auch spannend, wie das dann weiterging. Ne? Also sie haben sich ja nicht dann die Haare geschnitten und sind Bankangestellte geworden, sondern sind immer noch alternativ und Mettler geblieben. Und das finde ich halt auch sehr, sehr spannend, wie das so in den, als die Grenze noch zu war und wie das dann vielleicht in den Wendewirren war und so weiter, das hätte mich noch sehr, sehr stark interessiert. Eine Fortsetzung ist gefordert hier.
hiermit. Ja, also finde ich richtig, richtig schönes Ding. Mhm. Gerne mehr davon. Gerne mehr davon. Und wie gesagt, ist es nicht Ich finde aber es auch wichtig. Also ich finde es auch sehr interessant, sowas. Sie arbeiten halt auch sehr viel mit Bandlogos, die sie zum Beispiel auf T-Shirts haben oder auf der Mauer auf gesprayten Sachen und so. Also das finde ich schon. Da findet sich aber nicht nur Metalhead wieder, sondern es geht um Freiheit allgemein und Widerstand gegen wirklich so ein diktatorisches System, und das haben sie echt gut hingezogen, muss ich echt sagen. Ja, ich möchte mal kurz noch auf eine Aktion hinweisen, wenn ich jetzt gerade mal so in dem Duktus sind, und zwar gibt es eine Aktion, es gibt eine Aktion, die heißt Liebeslesen, und die wird ausgeführt von einem Portal namens iChance.de, und zwar geht es darin, in dieser Aktion darum, dass man Leuten Literatur zugänglicher macht, denen das Lesen schwerfällt. Ja, also es sind ja immer noch viele, viele Menschen davon betroffen, nicht richtig lesen zu können. Und und diese Aktion nimmt sich zum Ziel, eben Literatur zur Verfügung zu stellen, bekannte Literatur, die aber in einfachen und klaren Formulierungen auszuliefern. Und das Ganze, diese Aktion kann jeder unterstützen. Also das heißt, man schreibt iChance an. Was man im Grunde braucht, ist ein Instagram-Account, ist jetzt halt die neueste Plattform für solche Sachen. Und also von Social Media Seite her ist es halt das neueste Ding. Und da soll man halt auch dann dokumentieren, wie man eben sein Paket, was man dann sich anfordern kann, in einen öffentlichen Leseschrank oder in ein öffentliches Leseregal deponiert. Um es anderen Leuten zur Verfügung zu stellen, die eben wiederum Leute kennen oder selbst Leute sind, die nicht richtig lesen können. Und das finde ich eine interessante und tolle Idee. Und nicht, dass man das eigentlich noch dazu bräuchte, aber es wird auch noch dabei jedes Mal oder jeden Monat unter allen, die jemals teilgenommen haben, werden auch noch Sachen und Bücher verlost. Ja, oder... Ja, ich glaube, es sind größtenteils Bücher, die verlost werden. Aber wie gesagt, ich finde auch die Aktion so schon sehr interessant. Wie gesagt, ihr bezahlt dafür keinen Cent. Ihr schreibt einfach die Leute an mit einer E-Mail, schreibt euren Instagram-Account dazu, damit sie euch identifizieren können, und dann bekommt ihr das zugeschickt, dokumentiert das Ganze ein bisschen, verlinkt die Leute darauf, und ist eine tolle Aktion, möchte ich hier an der Stelle empfehlen, und ich werde natürlich auch hier drauf verlinken. Von daher, iChance.de, guckt euch das mal an. Und es geht tatsächlich nur von Instagram aus, oder? Die haben auch eine Website, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, soll man es halt über Instagram zumindest dokumentieren, dass man da was getan hat, und soll die Veranstalter drauf verlinken. Ja. Mhm. Genau. Ja, du weißt, die jungen, hippen Leute, die haben das. Ich nach wie vor immer nur bei Twitter. Ne? Ja. Ja, also soll man wechseln, Steffen? Was sagst du? Du hast beides, glaube ich, ne? Ja. Was sagst du? Ist der Comic-Input größer? Auf Instagram oder ist es tatsächlich auf Twitter? Instagram oder? Lohnt sich halt insofern für uns Comic-Nerds besser, weil es halt eine grafische Plattform ist. Du teilst da halt Fotos, ja. Mhm. Und von daher funktioniert das so vielleicht ein bisschen besser, ja. Aber das kann ich ja theoretisch mit Twitter eigentlich auch machen. Da gibt es auch die Möglichkeit, Fotos zu machen. Das stimmt, ja, natürlich. Nö, ich kann da jetzt schlecht ein Für und ein Gegen anführen. Wo siehst du die Unterschiede jetzt? Die Comic-Cookies haben auch Instagram, oder? Ja. Ja. Für uns ist es ja im Grunde erstmal nur eine weitere Verbreitungsplattform, wenn man so möchte. Ja, also was ich jetzt halt auch mache, ist halt aktuelle Episoden da anzuteasern, beziehungsweise wir haben auch einen Spotify-Account und beziehungsweise sind wir auch auf Spotify zu finden, und es gibt die Funktion halt, dass man über Instagram direkt zu der aktuellen Episode verlinken kann, mehr oder weniger, auf Spotify, und was mit anderen Sachen, die auf Instagram zu verlinken, echt schwierig ist, wenn man nicht so und so viel Follower hat.
Von daher, also verlinken ist da echt schwierig. Wenn du gerne was verlinkst, ist es natürlich eher nichts für dich. Also ich weiß, dass du ja gerne auf unsere Beiträge verlinkst und so. Dann ist Instagram eher nichts für dich. Nee. Du brauchst sehr viele Follower, damit du überhaupt auf irgendwas groß verlinken kannst. Oder du kannst einen allgemeinen Link ins Profil setzen. Das war es dann aber auch schon. Mhm. Also ist halt ein bisschen, was das angeht, nicht so pfiffig. Ja. Aber ja, ist halt, wie gesagt, für uns jetzt eigentlich eine weitere Plattform, um auch auf die Episoden hinzuweisen. Ja, ja. Ich hab auch tatsächlich nicht so das Gefühl, dass ich bei Twitter irgendwas vermisse, sei es bei Künstlern oder so, abgesehen jetzt mal von Bernhard Hennen, der generell aber nicht auf Social Media unterwegs ist. Aber ich bin zum Beispiel, Facebook würde mich überhaupt nicht reizen. Mhm. Instagram, Fotos, naja. Ich weiß es nicht. Ja, ist halt jetzt das letzte große Social Media Ding, sag ich mal. Nachdem Twitter mehr oder weniger Facebook so ein bisschen abgelöst hat. Also es ist ja immer so, man kann das ja immer so ein bisschen betrachten, ne, wie sich dann so die Gemengelage verschiebt dann. Ja, wenn man es so sehen will, ist Instagram auch schon wieder, da kommt bestimmt demnächst schon wieder das nächste um die Ecke. Also von daher, ja. Aber wenn man Comic-Künstlern folgen möchte, ist eine gute Sache. Also da kann man vielleicht noch den Vorteil sehen. Man kann sich halt einfach durch jede Menge Bilder durchscrollen und entdeckt da vielleicht dann mal das eine und andere. Also ich habe auch wie gesagt, grafische Plattformen. Ich habe halt jede Menge Zeichner, denen ich da folge. Und weil es sich halt anbietet. Mhm. Ja. Genau. Ja, ich bin halt immer noch sehr, sehr oldschoolig da im Panini-Forum unterwegs oder auch im Comic-Forum. Auch wenn ich tatsächlich durch die natürlichen Gegebenheiten mit dem Nachwuchs nicht mehr einfach so viel schreibe wie früher, wo ich da einfach viel mehr gemacht habe. Ja. Trotzdem lese ich immer wieder gerne und auch da gibt es immer wieder schöne Rezensionen von Leuten, die sich da sehr, sehr viel Mühe geben. Mhm. Egal, ob das jetzt klassische, alte Marvel-Hefte zum Beispiel sind, wird man sehr, sehr viel finden im Panini-Forum. Mhm. Auch im Comic-Forum gibt es fast zu jedem Verlag ja immer noch was. Und also das ist für mich immer ein größerer Quell, als dass ich das tatsächlich auf Social Media ziehe, weil Social Media schreiben die Leute halt logischerweise nicht allzu viel wie früher, wenn man eine Rezension geschrieben hat. Ja, und was du natürlich dann nicht mitbekommst, wenn du nicht auf Instagram bist, ist eins meiner erfolgreichsten Bilder des letzten Jahres. Ja, haben zwei Leute geliked. Nämlich jenes. Der Mann mit den Kopfsocken, ein Comedian, dessen Name mir gerade nicht... Thorsten Sträter. Thorsten Sträter, wo hast du den denn getroffen? In Köln, ich war doch beim Comic Talk, bei der Comic Talk Aufzeichnung, da war er dabei und... Bei der Aufzeichnung warst du? Habe ich tatsächlich, was frei auf YouTube verfügbar ist, reingeguckt. Da war nämlich auch Naomi Fern. Genau, also das nicht wirklich Neue daran ist, aber worauf sie jetzt nochmal explizit hingewiesen haben, ist, dass es die Episoden vom Comic Talk weiterhin ganz normal bei Massengeschmack komplett gibt, aber dass die bei YouTube auch Stück für Stück erscheinen. Also das heißt, sehr gut. Nach und nach erscheint dann da im Grunde die komplette Episode. Ja. Das ist eine schöne Sache. Sozusagen als Zweitverwertung. Es war aber wohl schon früher so, aber wir haben jetzt nochmal drauf hingewiesen, weil sich da auch so ein bisschen was in der Produktionshierarchie wohl geändert hat und Ich fand in der bewussten Folge es natürlich sehr gut, dass Naomi Fern auch da war, weil ich das immer sehr schätze, was sie sagt, was sie auch ausstrahlt. Ist natürlich auch sehr schön und finde ich, ist ein sehr angenehmer Gast. Ja. Du weißt, mit Hella habe ich es ja immer nicht so unbedingt, aber tatsächlich manchmal, wie gesagt, letztes Mal gab es ja auch eine Inspiration von ihr für mich und normalerweise lese ich immer die Sachen, die sie nicht empfiehlt, die sie runterredet, die sind dann meistens was ich gut finde, aber tatsächlich ab und zu kommt es doch auch mal vor, dass sie was empfiehlt, was ich auch gut finde und das war eine runde Sendung. Manchmal ist es ein bisschen schwierig so. Rapper haben für mich zum Beispiel nicht unbedingt was aber ich muss jetzt sagen, ich fand jetzt diese Runde jetzt aktuell auch so ziemlich die beste, die ich bisher hatte. Nichts gegen Volker Reh Propran, der da sonst immer dabei ist, aber ich habe
ich hatte auch das Gefühl, dass der Mattis das ziemlich gut gemacht hat, den Posten ausgefüllt hat. Und ja, also tatsächlich waren jetzt Mattis und Naomi dann eher so die Parts, die so ein bisschen ja, das Fachwissen dabei hatten. Und ja, Thorsten Sträter fand ich halt einen guten Gegenpart zu Heller, weil er dann doch auch immer mal so ein bisschen Konter geboten hat und ja, doch, fand ich sehr gut. Also kann ich nur empfehlen, sich die Episode mal anzugucken. Werden wir dann ja auch verlinken. Ja. Falls Heller mal krank ist, kann Naomi vielleicht generell moderieren oder so. Ich weiß, das wäre eh das Liebste, ja. Ja, sie hat ja jetzt auch einen neuen Strip, wo sie quasi wo sie quasi die Besonderheiten der Berliner Politik so ein bisschen aufarbeitet. In Form einer WG, ja. Mit einer WG, in Zusammenarbeit mit einer Berliner Tageszeitung, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, aber wenn ihr folgt, wird immer... Ist das nicht der Tagesspiegel? Ist es Tagesspiegel. Wird auf jeden Fall immer... meine zumindest, ja. Wird auf jeden Fall immer auf ihren Account gespiegelt und das finde ich sehr schön. Und selbst als Nicht-Berliner finde ich es sehr lustig, weil es geht halt um das Beamtentum an sich und Strukturen in der Beamtenschaft. Und ja, also sehr... schönes Ding, was ich mir immer gern durchlese. Mhm. Ja. Ja. Gut, gut. Soll ich noch was machen? Sehr gerne. Sehr gerne. Wie viel hast du da noch? Also, eins. Eins hast du noch? Na gut, dann bin ich dran. Okay. Also, was ich auch schon eine ganze Weile zu Hause rumliegen hatte, und zwar ziemlich genau seit Erlangen, ist, und jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, Sorcelin. Und zwar handelt es sich bei Sorcelin um ein junges Mädchen, was an eine Schule mit magischem Hintergrund geht. Und es geht aber vor allem hierbei darum, dass es eine Schule ist, die sich der Kryptozoologie widmet. Sagt ihr das was, Kryptozoologie? Ja, außerirdische Tierarten? Außerirdische, nee, mystische Tierarten. Mystische? Ja, also Tierarten. Das Einhorn. Zum Beispiel, die dem Menschen an sich sehr verborgen bleiben. Genau. Und da geht es halt jetzt in diesem Band darum, dass das junge Mädchen Sorcelin an diese Schule kommt und dort sich zur Expertin eben für diese Kryptozoologie ausbilden lassen möchte. Und ja, es kommt so ein bisschen, wird schon angedeutet, dass auch sie da wohl eine recht besondere Gabe hat, weil eben der Direktor dieser Schule sagt, so und so, wer jetzt das und das erkennt, ich verrate es ja an der Stelle nicht zu viel, der hat da schon spezielle Fähigkeiten, irgendwie was zu erkennen oder ein Spezialist auf dem Gebiet zu werden. Und es deutet sich halt an, dass sie das hat. Und es passieren aber jede Menge Geschehnisse, natürlich auch mysteriöse Geschehnisse, wie das eben an so einer magischen Schule immer ist. Und sie beginnt so an sich selbst zu zweifeln und damit endet im Grunde auch der erste Band. Also es ist so ein Einstiegscomic für das Ganze. Ich weiß jetzt gar nicht genau, auf wie viele Bände es dann ausgelegt sein wird. Also es wird auf jeden Fall noch einen zweiten, müsste es auf jeden Fall noch geben. Ja, und es ist natürlich, schlägt es, das hört man ja schon so ein bisschen raus, eindeutig in die Kerbe von Harry Potter. Also wer Harry Potter mag, der wird es, glaube ich, auch ganz gut finden. Es ist halt natürlich bei mir der Kaufgrund ganz klar zu erkennen, dieser knuffige Zeichenstil, den da die Paola Antista liefert. Das ist auch deswegen, weswegen der Jan Rohleder das immer rausbringt. Genau. Man sieht, das feiert er auch hart ab, ja, ne, so ein Stil, und deswegen haut er das raus. Also das macht uns zu Brüdern im Geiste, ja, dass wir da praktisch so genau diesen Zeichen oder diese Cartoonhaftigkeit, die diese Zeichenstile bieten, immer sehr abfeiern. Und Paola Antista ist nun ja auch eine seiner Stammzeichnerinnen, mehr oder weniger. Sorcelin ist auf jeden Fall ein Blick wert, wer diese Art von Comics mag. Wer also Monster Allergy mag oder wer auch so Harry Potter mag, ist auf jeden Fall bei diesem Band sehr gut aufgehoben. Dicke Kaufempfehlung, 14 Euro, wie immer dabei, die gratis Digitalkopie.
Kann ich nur empfehlen. Generell, Danny Books kann man, glaube ich, sowieso immer unterstützen. Ich mein, ja. Wer uns regelmäßig hört, weiß, dass wir das sehr gut finden. Ist ja mehr oder weniger ein Ein-Mann-Projekt. Ja, richtig. Der Jan natürlich macht vieles selber Helfer, an der Übersetzung, hat immer mal wie dem hilft, aber im Prinzip ist er genau. Der Verlag, der Kopf und der deswegen, auch. Ne? Deswegen kommt da jetzt auch nicht so viel raus wie bei anderen Verlagen natürlich, aber das ist ja überhaupt nicht der Maßstab hier. Und wie gesagt, seine Auswahl gefällt mir immer sehr gut. Also es gibt nur wenige Sachen in seinem Programm, die mich jetzt nicht direkt ansprechen. Und von eins davon hast du da liegen. Mhm. Das war jetzt eher nicht so meins. Aber prinzipiell, wie gesagt, kann ich das immer empfehlen, weil eben der Stil, den er so gerne mag, also den Stil in Anführungszeichen, weil es ist ja nicht nur einer, aber so die Art der Comics, die er auch ganz gerne mag, eben diese Semi-Funnies, wenn man so möchte. Ja, All-Ages-Titel und sowas. Das mag ich sehr gerne. Und deswegen ist das immer für mich ein Blick wert, sein Programm. Ja. Also Sorselin, dicke ja. Empfehlung. Ich finde es auch immer Spaß. Ich finde es auch immer klasse, dass der Jano auch immer Zeichner mitbringt, wenn er was macht. Er hat ja jetzt Courtney Crumrin eine neue Ausgabe rausgebracht, was ich sehr, sehr richtig, gut finde, ja, die ich aber nicht gekauft habe, weil ich die alten Ausgaben von Modern Tales, hieß es, glaube ich, Eidolon Modern Tales, war das gleiche, aber unter welchem Sublabel das erschien, das weiß ich nicht mehr, aber die alten, ich hatte die alten Schwarz-Weiß auf, er hat es jetzt natürlich nochmal in der neuen Prachtausgabe rausgebracht, hat Ted ja. Nafy quasi nach Deutschland auch geholt. Richtig, ja. Und, er war da. Ja, das also finde ich klasse, dass man das quasi mehr oder weniger als Einzelperson so stemmen kann. Ja. Und also da füllt er halt auch eine Lücke, die so ein bisschen in der. Ja, oder letztes Jahr in Erlangen halt den Danger Girls Zeichner, ja. Das ja. war ja auch, der war ja auch da. Wenngleich er jetzt natürlich nicht so viel zeichnen konnte, aber macht dir nichts. Also es macht ja auch immer mal Spaß, die Leute einfach mal zu treffen, ja. Und ja. Nee, also da macht er immer was und das finde ich schon sehr interessant und sehr gut so. Ja, Half-Past Danger war ja auch so ein Ding, also, was jetzt eigentlich so von dem Typischen so ein bisschen weggeht, aber schöner Abenteuer-Comic und ja, da hat er ja damals auch den Zeichner dabei gehabt und ja, vielleicht klappt das mit der zweiten Ausgabe ja nun auch ja. demnächst mal. Aber mit Jano hatte ich ja schon mal gesprochen. Vielleicht klappt das irgendwann demnächst, ohne dass wir das jetzt hier an der Stelle versprechen wollen, aber vielleicht klappt das einfach mal, dass wir mit ihm auch mal eine Ausgabe aufzeichnen. Mhm. Wo du es gerade angesprochen hast, was ja. da noch rumliegt, ist natürlich das Velvet Nummer 3. Genau, das meinte ich. Von Ed Brubaker und Steve Epting. Das ist natürlich ein Team, was mich sofort anzieht. Ja, normalerweise mich ja auch. Wo Brubaker draufsteht, mich wundert sowieso, weil du vielleicht auch ein bisschen James Bond und so affin bist. Naja, weniger, aber ja. No? Ja, aber so also Geheimagentengeschichten, wenn sie gut sind, eigentlich schon. Und von Brubaker und was? Phillips, ne? Nee. Epting. Wieder ein altes klassisches Team. Gibt es ja auch gute Geschichten, die ich auch schon kenne, ja. Ja, also das Brubaker. Waren doch die auch Captain America damals ja. gemacht haben, Winter Soldier, ne? Ja, und ja. Ich finde es einfach klasse, dass er das bekommen hat. Er selber findet es nicht so klasse, weil das Vertragsverhandeln mit Brubaker ist wohl nicht so. Und okay. Er ist ja immer sehr offen im Comic-Forum als auch im Panini-Forum ja. und schreibt immer, was so der momentane Stand ist. Ist auch sehr offen, was läuft nicht gut. Man muss ihn auch fragen, ja. Ja, ja. Also, und da ist er sehr, sehr offen, was man natürlich von anderen größeren Verlagen, die in Konkurrenz stehen, nicht immer so erwarten kann. Aber da ist er sehr, sehr offen und mit Brubaker scheint es wohl Schwierigkeiten gegeben zu haben. Also die Rechte hat er und dann hat es alles nicht so richtig geklappt und ja, also ist ja, nichtsdestotrotz hat er es jetzt doch nach langer Zeit, ich hatte es auch lange vorbestellt, doch geschafft, den dritten und letzten Band von Velvet zu veröffentlichen. Velvet ist, wie ich schon gesagt habe, so eine Agentenserie. Die Hauptprotagonistin in diesem Band ist eigentlich mehr so ein bisschen was, sieht aus, als wäre es eigentlich Miss Moneypenny, so mhm. in der Richtung. Mhm. Aber es stellt sich dann im Laufe
der Handlung raus, dass sie früher selber eine sehr erfolgreiche Agentin war. Ja. Und das Ganze verwandelt sich dann in eine hübsche, hübsche Rachegeschichte. Ah ja, sowas, ja. Und gefällt dir, ne? Er hat die Bände, die sind immer etwas kleiner als die von Panini, macht aber nichts. Mhm. Zum Preis, der erste ist 16,99, der letzte ist jetzt 18,99, macht aber nichts. Man kriegt eine Digital Copy dazu, wenn man das möchte. Mhm. Und ja, also es ist eigentlich für jeden, der Brubaker mag, der so Agenten und Criminal Kram mag, ist das eigentlich ein wunderbares Ding. Ja, ja. Das kann man sich direkt so ins Regal stellen, ist auch sehr schön gemacht von der Druckart her. Ja. Und ja, also ich finde es bedauerlich, dass du das nicht geholt hast. Den ganzen kinderfreundlichen Quatsch holst du dir hier. Ja. Sorcelin, hätte ich ja sofort an Coraline gedacht, wenn ich das Cover sehe, weil das so ein bisschen in der Aufmachung auch ist. Das wäre jetzt zum Beispiel, aber so sind wir halt, ne? Also ja, mich hätte das jetzt nicht zum Kauf animiert. Ja, bieten halt auch eine breite Schnittmenge. Ja. Ne? Und ja, da, also holt da auf jeden Fall was, am besten bei ihm auf der Homepage selber. Ja. Wie bei den ganzen, sage ich mal, kleineren Verlagen, auch bei Plemplem Productions, ja, macht es immer Sinn, da vor Ort direkt zu bestellen und nicht, was weiß ich, über Amazon oder so, sondern direkt bei denen, weil da natürlich am meisten hängen bleibt halt auch. Ne? Das ist ganz klar. Und ich würde mich freuen, wenn er noch mehr da raushaut. Natürlich gern auch mehr nicht so kinderfreundliche Sachen. Mhm. Aber er hat ja mittlerweile wirklich, also er hat Red Greens nach Deutschland gebracht. Also das ist ja schon eine großartige Sache, die Ghostbusters. Also da gibt er wirklich Gas. Und ich denke, vielleicht wird er dieses Jahr auch wieder in München sein. Mhm. Vielleicht kann man dann ja auch mal wieder vors Mikro ziehen. So, der Steffen hat schon an anderer Stelle geäußert, dass er mit einem Besuch von München noch nicht so eingeplant hat. Ja. Ist dies immer noch so? Ja. Ja. Das ist immer noch so. Ich persönlich bin unentschlossen, würde gerne ein bisschen mehr sehen, wer ist denn so an Künstlern da, weil es im Gegensatz zu Erlangen immer ein paar gibt, die da nicht kommen. Ja. Aus unterschiedlichen Gründen. Und ich weiß gar nicht, ist dann da noch zeitgleich diese Comic-Con? Das war doch auch letztes Mal. Das ist diesmal nicht so. Das ich weiß es aber nicht. Fände ich ganz gut, wenn das nicht so wäre, weil persönlich, aber ich kämpfe immer noch mit mir, weil eigentlich München finde ich immer schön, aber tatsächlich will ich mal gucken, wer kommt denn jetzt ja, an der Stelle können wir mal kurz anbringen nochmal, dass die Comic-Con in Frankfurt diesmal nicht stattfinden wird, ja, in diesem Jahr. Weil, weiß ich nicht, weil, aber es gibt dafür die Spring Edition in Dortmund, das heißt, also die ist ja normalerweise im Dezember, die Original, oder die erste German Comic Con? Ja. Ist, ne? Ja. Keine Ahnung. Die ist in Dortmund gewesen und da wird man jetzt dann dieses Jahr auch im Frühjahr eine Ausgabe machen, genau zu diesem Zeitpunkt, wo im letzten Jahr hier in Frankfurt noch war. Und was auch immer die Betreiber dazu veranlasst hat, das müsste man sie fragen wahrscheinlich. Vielleicht hat es was mit den Verkaufszahlen oder mit den Besucherzahlen zu tun oder was, keine Ahnung. Kann man nur spekulieren jetzt an der Stelle. Deswegen lassen wir das. Also da nur nochmal der Hinweis, die gibt es halt dieses Jahr hier nicht. Müsst ihr nach Dortmund fahren, wenn ihr das machen wollt. Was ich tatsächlich mal überlege, ist mir mal die Stuttgarter Comic-Con anzugucken. Mhm. Also die Comic-Con Germany. Und das steht sehr wahrscheinlich. Also du willst. Fest steht es noch nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir da hingehen. Mal, ja. Sprichst du im Majestätsplural oder wovon sprichst du? Warum, was, wie, was? Weil du sagst, wir möchten. Wir heißt in dem Fall, dass ich ja meistens da nicht alleine bin. Ja.
sondern ja, ich habe das schon verstanden. Definier das mal ein bisschen. Ja, mit Leuten heißt der Michael. Der Legende dabei ist sehr wahrscheinlich. Und noch jemand aus unserem aus unserer Clique, sage ich mal so. Stammtischleuten. Ja. Ja, genau. Also, wenn ihr immer schon mal den Steffen in live sehen wolltet und vielleicht mal gern was das wollt ihr nicht. Zum Thema Comics oder zu der Comic-Con oder was auch immer sagen wollt, schreibt den Steffen an. Ja. Er möchte offensichtlich nach Stuttgart. Ja. Er möchte ins Ländle. Und ja, bei mir, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen unentschlossen mit München. Es könnte sich aber bestärken dadurch, wenn ein paar Leute einfach sagen, hier, wir wären da, wir würden gern dieses oder jenes erzählen. Ja. Dann hätte ich so ein kleines Programm natürlich. Ich kann mich natürlich auch von Panel zu Panel schaffen. Das geht in München ja auch ganz gut. Das ist auch eine sehr schöne Veranstaltung. Ja. Aber schreibt uns, falls ihr Interesse habt. Gerne über Twitter oder auch über die Homepage. Ist alles verlinkt. Und dann können wir was machen. Sehr gerne. Genau. Ja. No. Mhm. Sind wir durch? Hast du noch was? Ach, ich hab noch was. Ich kann noch was, wie du möchtest. Ja, wie du möchtest. Also ich überlasse es dir. Ja, dann kommen wir nochmal zum kleinen anderen Herzthema. Oh Gott. Und das Thema heißt Perry Rhodan. Perry Rhodan, die längste... Wer jetzt schon Angst hatte, dass jetzt wieder... Trigan! Neues aus Trigan. Neues aus Trigan kommt. Ja. Neues aus Trigan kommt aktuell nicht. Nichts Neues in Trigan? Ja, das ist dadurch, dass die Originalausgaben von Don Lawrence jetzt mehr oder weniger durch sind, kommen das nicht mehr so dauerhaft raus. Und das sind ja die, wo die meisten Bock drauf haben. Ich würde auch die anderen lesen, um einfach zu sehen, was gibt es da noch an weiteren Episoden. Aber das erscheint jetzt nicht mehr ganz so regelmäßig, wie es früher war. Ja. Deswegen berufe ich mich mit anderen klassischen Sachen aus einer ähnlichen Zeit. Das wäre das Perry Rhodan. Das reißt nicht ab, liebe. Ein deutscher Exportschlager in 58 Sprachen übersetzt. Läuft seit den 60ern, also so ähnlich aus Trigan, bloß dass Trigan nicht so lange lief. Und bei Perry Rhodan gibt es ja demnächst ein großes Jubiläum. Und zwar erscheint die 3000. Nummer von einer Romanserie, die wöchentlich übrigens erscheint. Also ihr könnt euch vorstellen, was da für ein... Echt, erscheint er immer noch wöchentlich. Erscheint wöchentlich. Und jetzt kommt die 3000 am 15. Februar. Soll auch ein großer Einstiegspunkt für Neuleser sein. Also wer immer schon mal gedacht hat, also Perry Rhodan hätte ich Bock, aber ich muss nicht unbedingt die letzten 3000, ich habe keine Lust auf 3000 Ausgaben zu lesen, der kann da einsteigen. Es wird einen Zeitsprung geben, sie werden in einem neuen Universum sein und es soll so sein, dass ein bisschen einsteigerfreundlich auch ist. Ne? Und das nur soweit, aber von Perry Rhodan gibt's und gab es natürlich auch immer Comics. Es gab schon in den 70ern. Ja, gut, sehr gibt's ja popkulturell gibt es ja einiges, ja. Ja, gab, in den 70ern gab es schon Comics, sehr psychedelisch gehalten teilweise, weil es so italienische... Auch Hörspiele zu? Es gab Hörspiele von Europa seinerzeit, aber es gibt jetzt ein Hörbuch von jedem Roman. Die bringen jetzt nicht nur wöchentlich dann Roman raus, sondern auch die Hörbücher dazu. Was heißt denn eigentlich Romane? Wie dick sind die? Sind das so die Groschenheftchen? Groschenheftchen. Sind wie John Sinclair zum Beispiel auch. Also so 70 Seiten rum ist es, glaube ich. Und holst du dir dann noch jede Ausgabe? Nee, ich hole mir überhaupt, ich habe sehr viele Ausgaben. Ich habe angefangen, die Silberbände zu lesen, wo das so ein bisschen gesammelt und gerafft drin wurde. Da bin ich bei Band 24, genau. Ne? Und hab also die alten Klassiker, wobei ich damit nicht unbedingt jedem empfehlen würde, weil das doch sehr sperrig ist, sind halt Science Fiction aus den 60ern und komplett anders als heute. Ja, ich muss so blöd fragen, weil ich weiß, dass es Perry Rhodan gibt, aber ich habe damit ja nun so gar keine großen Berührungen. Also, Und die Heftchen, ich habe diverse Heftchen hier, ich glaube auch eine vierstellige Anzahl. Und irgendwann, bevor ich sterbe, nehme ich mir vor, dass ich die lese. Aber ich bin da zum Beispiel, es gibt so viel Material, du kannst sehr viel Abgeschlossenes auch lesen. Ich lese zum Beispiel gerne die Zeitabenteuer von Atlan, wo quasi der Außerirdische die Weltgeschichte so ein bisschen beeinflusst. Okay. Oder es gibt auch abgeschlossene Zyklen, die du dir einfach durchlesen kannst, die immer wieder erscheinen. Zum Beispiel bei Heine ist da einiges erschienen. Also wer in das Universum eintauchen möchte, kann das jederzeit tun. Was ihr natürlich auch tun könnt, ihr könnt über CrossCult da Einzug halten, weil die letzten
Perry Rhodan Comics. Vorher gab es welche von der Alligator Farm. Ja. Die hatte ich zum Beispiel auch im Abo. Und ich glaube auch unser Freund, der Horst Gotter, hat mal irgendwie mit Perry Rhodan was zu tun gehabt, aber frag mich jetzt nicht genau in welcher. Der Splitter Horst hat sehr viele Cover gezeichnet tatsächlich. Ah, ja. Mhm. Also da gab es, ich glaube von der, habe ich jetzt auch gesehen, das wäre nochmal beim entsprechenden Gespräch nachzuforschen. Okay. Der Splitter Horst hat, es gab von Perry Rhodan auch Taschenbücher, wo abgeschlossene Stories, die in dem Universum spielen, nicht unbedingt mit Perry Rhodan, sondern mit einfach in diesem Universum. Also das erweiterte Universum. Und da gab es irgendwann zum Beispiel eine Neuauflage von alten Taschenbüchern, die natürlich dann nach einer Zeit sehr antiquiert aussehen. Und da hat der Splitterhorst einfach mal diverse Cover dafür gezeichnet, im modernen Stil, mit Raumschiff im Weltraum hinten drauf, die diversen Szenen. Und da hat er also wirklich einiges gemacht. Und vielleicht lasse ich von dem einigen, was ich davon habe, vielleicht einfach mal was signieren. Das wäre vielleicht ganz geil. Weil, also das wusste ich persönlich nicht. Und das heißt, die Cover dann für eben diese wöchentlichen Romane? Nee, für diese Taschenbücher waren das in dem Fall. Also ich weiß nicht, ob er auch was zu den Romanen, aber ich hatte es bei den Taschenbüchern gesehen. Okay. Ja. Und das hat er schon schön, also das... So schließt sich schon wieder ein bisschen der Kreis, ja. Ja, okay. Aber da kann ich natürlich auch sagen, er restauriert natürlich auch Don Lawrence, ne? Da schließt sich der Kreis dann natürlich noch mehr. Stimmt. Die Altmeister unter sich. Ja. Jedenfalls. Ja, der ich Perry merke Rhodan. Das nächste Mal, wenn wir beim Horst sind, dann wirst du auch wieder mal mit dabei sein wollen. Ja, ich finde es auch spannend, was er für eine Beziehung dazu hat vielleicht. Ja. Aber das werden wir vielleicht ergründen. Ja. Perry Rhodan bei CrossCult gab es eine Serie. Und zwar die Kartografen der Unendlichkeit, heißt da der erste Sammelband. Es gab erst Hefte, 6 an der Zahl, die sie veröffentlicht haben. Und die sind dann in 2 Sammel... Auch bei CrossCult? Ja, die Hefte sind auch bei CrossCult erschienen. Und die wurden dann gesammelt in schönen... Ich war mir jetzt nur nicht sicher, weil du hast ja vorher die Alligator-Farm erwähnt. Ja. Kann auch sein, dass da jetzt eine Sammlung davon ist. Quasi. Das sind quasi die... Die neuen Sachen von CrossCult als Hefte und die haben sie dann gesammelt in 2 Bänden. Ich habe den ersten jetzt gelesen. Geschrieben ist das Ganze von Kai Hirt, der selber auch Perry Rhodan Autor ist, relativ bekannt und gezeichnet von Marco Castiello. Also es scheint auch eine große Tradition zu sein, dass vielleicht Italiener Perry Rhodan zeichnen. Und natürlich bricht Perry Rhodan mit seiner Crew auf, um das Universum zu retten. Ja. Und in diesem Fall mit vielen bekannten und beliebten Personen, wie zum Beispiel dem Mausbiber Gookie. Der ist so ein bisschen wie Rocket Raccoon, bloß dass er älter ist als Rocket Raccoon. Ne? Also Mischung zwischen einem Maus und einem überhaupt Biber. Sieht dieses Teambild hier so ein bisschen nach Guardians aus, so ein bisschen grob, ja. Ja, aber Perry Rhodan war schon Guardian of the Galaxy, bevor es Guardians of the Galaxy gab. Klar, also das ist tatsächlich... Ich jetzt nur. Also das ist jetzt... Ja, also... Klar, dass der da eher da war, ja. Ja. Und auch ein bekannter Haluta. Haluta ist ein riesiges... intelligentes, monsterähnliches Ding, so ein bisschen wie Ben Grimm mit mehr Armen. Und die kämpfen für das Universum gegen allerlei Außerirdische. Ich habe mich gefragt, also ich bin jetzt auch kein Perry Rhodan Mega-Kenner oder sowas, ne? Wie Leute, die ist, also tatsächlich gibt es ja Leute, die lesen das seit den 60ern, manche lesen es schon seit den 80ern, also da habe ich ja nur einen verschwindend geringen Bruchteil davon gelesen, mit einigen Büchern oder die ersten 24 Silberbände und ein paar Atlan-Blaubände habe ich gelesen. Also ich habe einen Einblick, ich weiß, um was es geht, aber ich bin auch nicht aktuell in dem, was ich da halt habe. Also ich kann jetzt nicht mitreden, kann zum Perry Rhodan Stammtisch gehen und sagen, wie mir die letzten 200 Hefte gefallen haben. Das geht nicht. Aber das muss man natürlich auch nicht, sondern es gibt einfach, sagen wir wie Star Wars oder Star Trek, du kennst das Universum einigermaßen, du weißt, was da drin passiert. Zeichnerisch, sage ich, ist es in Ordnung. Ist solide, ja. Es haut mich jetzt nicht von den Socken, aber also für Fans ist es mit Sicherheit was, weil man viele Figuren halt wiedererkennt. Auch die Zeichnung von den Raumschiffen, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Früher gab es in den Romanen immer Risszeichnungen, also sprich
Baupläne, so bauplanartig von den Raumschiffen. Und das war natürlich was in einer Zeit, wo du nicht einfach irgendwas streamen konntest oder wo es generell nicht so viel popkulturelle Sachen gab einfach. Also wenn du wahrscheinlich 1965 dahin wolltest, dann hast du viele Science-Fiction-Klassiker oder wir nennen sie jetzt Klassiker kriegen können, aber jetzt nicht sowas und durchgehend wie es mit Perry Rhodan war. Du konntest nicht einfach einen Fernseher anmachen. Da hat es ja auch noch ein bisschen gedauert, bis es mit Star Trek, Raumpatrouille, Orion etc. losging und Perry war schon halt vorher da. Ne? Der Zeichner hat natürlich eine Krankenschwester mit eingebastelt in die ganze Handlung, die da auch einen besonderen Platz einnimmt, so Pin-Up-mäßig. Da hat er sehr viel dir, ja, ne? Ja, also ich stehe dem nicht ablehnend gegenüber. Ich finde, die werden auch viel zu schlecht bezahlt und naja, in dem Comic na, auf jeden Fall kommt die Figur ganz gut weg. Und sag ich mal, ist schon sehr an eine männliche Zielgruppe orientiert. Ja. Das Ganze und ja, ich boah, für einen Einstieg bei Perry Rhodan wäre es, glaube ich, weniger geeignet. Wenn man jetzt noch nie was von Perry Rhodan gehört hat oder gelesen oder sonstiges. Ja. Also man kann es natürlich als Einstieg nehmen. Ich würde es tatsächlich aber nicht vorschlagen, sondern da würde ich dann tatsächlich eher ein Hörbuch oder halt einen Einstiegspunkt bei den Romanen finden einfach. Also man muss nicht die letzten 3000 gelesen haben, man kann am 15. Februar zu seinem Romanheftchen-Dealer des Vertrauens gehen und sich einfach für 2,20 Euro kosten die halt nur, also der Einstieg. Ja, der Neueinstieg ist dann. Bei mir war es tatsächlich. Gab es denn da auch schon mal so Neustarts oder über die Jahre hinweg jetzt oder hat sich das jetzt? Nee, das ist durchgehend, das ist die am längsten laufende Romanserie der Welt. Ja, ne? Klar. Aber es gab keinen Reboot oder sowas. Ja, okay. Es gibt allerdings, das wäre vielleicht, wenn du dich mit einem Buch beschäftigen willst, also richtigen ohne Bilder, es gibt Perry Rhodan Neo, wo das Ganze jetzt nochmal aus einer jetzigen Perspektive gestartet wurde. Ja. Also es ist quasi ein Paralleluniversum, wo Perry Rhodan nochmal von vorne losgeht und es ist nicht alles das Gleiche, nur in neu geschrieben oder sowas, sondern er lebt ähnliche Sachen, aber es ist nicht deckungsgleich mit dem, was in der Originalserie gewesen ist. Also so das Ultimate-Universum quasi. Genau. Mhm. Ah, perfekt erklärt, Stefan. Ja, ganz genau. Also, das gibt's, ja, war auch sehr beliebt, auch da gibt es solche Sammelbände. Ja. Und das wäre tatsächlich, wenn man komplett neu einsteigen will, ein Einstiegspunkt oder eben, wie gesagt, jetzt die Nummer 3000 soll es losgehen. Bei mir, muss ich ja sagen, hat, ich glaube, ich habe es schon fünfmal erzählt, ist das Bahnfahren jetzt, dass ich jetzt beschlossen habe, ich möchte mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen und dass ich einfach mehr Zeit zum Lesen habe. Ja. Dann ungern einen Comic durch die Gegend schleppe. Nicht, weil ich sage, ich möchte mit einem Comic nicht in der Bahn erkannt werden, das ist mir vollkommen egal. Also ich lese auch Comics in der Öffentlichkeit. Bloß für mich ist es ein Comic immer noch so ein bisschen dieser Sammelgegenstand und den möchte ich möglichst gut erhalten und nicht irgendwo im Rucksack rumfliegen haben. Und bei Büchern habe ich das nicht so sehr. Klar, die sollen auch. Aber ja, ein Hardcover ein schönes. Ja, bei dem ging es, aber bei vielen anderen geht es halt nicht. Auch so ein Album, sie wird ja nicht besser dadurch. Also ich bin jetzt nicht der krasseste Zustandsfetischist, aber trotzdem möchte ich nicht, dass da großartig Knicke oder sonst irgendwas reinkommt. Mhm. Ich bin jetzt ich hatte noch Perrys und habe dann angefangen zu gucken, was gibt es da aktuell. Und dann bin ich tatsächlich durch Perry Rhodan, für den ja viele Autoren schreiben, auf neue Autoren gekommen und deren eigene Werke auch, die ich lese, wie zum Beispiel Robert Corvus, den ich immer wieder gerne erwähne. Mhm. Und auch weitere, Madeleine Puljic ist eine österreichische, Michael Markus Torner ist auch ein Österreicher, der für Perry Rhodan schreibt und die wiederum eigene Fantasy oder Science Fiction schreiben, Okay. Von denen ich dadurch schon einiges gelesen habe. Jetzt haben sie natürlich den ultimativen Schlag ausgeholt bei Perry Rhodan und haben Andreas Eschbach, also auch ein sehr bekannter Fantastikautor aus Deutschland, der zum Beispiel das Jesus-Video gemacht hat. Mhm. Und jetzt aktuell NSA, also das Nationale Sicherheitsamt, so eine Elseworld, wo quasi im Dritten Reich schon das Internet existiert und die Folgen davon auch sehr interessant. Mhm. Okay. Find, richtig, richtig gut, lese ich gerade. Und der schreibt jetzt auch einen riesigen Perry Rhodan Band, auch so ein 800-Seiten-Ding oder sowas. Mhm. Und da haben sie, glaube ich, einen sehr guten Fang gemacht mit dem als Autor, weil selbst in meiner gut sortierten Bücherei finde ich keinen Perry Rhodan vor.
Wahrscheinlich, weil die auch denken, oh, 3000 Romane ist ganz schön viel und ja, da musste ich... Da eine Auswahl zu finden, dann halt auch... Ja, möglich, was nimmst du damit rein? Die können das als E-Books sehr gut reinnehmen. Andreas Eschbach hingegen ist auf jeden Fall mit allen seinen Büchern drin. Und wenn der das schreibt, dann werden es auch andere lesen und werden vielleicht so auf den Trip kommen. Also finde ich von der Redaktion sehr guten... Wo erscheinen denn die Bücher normalerweise regulär? Bei Heine oder bei dem Verlag selber? Also es gibt einen eigenen Periode. Ja, ja. Ah, okay. Pavel, also nicht nur, aber das ist der, der quasi sich da gebildet hat drumherum. Also das, die bringen das selber raus. Ja. Und die Bücher, wie gesagt, sehr oft bei Heine, gab es aber auch schon bei anderen. Also es hat auch mal gewechselt. Ja. Und ja, also man muss sich drauf einlassen wollen, das ist natürlich klar. Aber wie gesagt, ich mag Science Fiction auch mal fern von Star Trek und Star Wars. Und ja, das ist da ein sehr interessantes Feld. Man ist halt auch immer sehr viel Zeitgeist drin. Also die ersten Romane, die wurden so ein bisschen als Lanze im Weltraum bezeichnet, weil der Perry einfach auch mal einfach, oh, die Außerirdischen, Bomben ist ja doch erstmal weg. Ne? Das ist eigentlich einer der Autoren damals, das waren natürlich teilweise noch Leute, die auch im Krieg waren, ne? Unter anderem auch der Handgranaten-Herbert, der geschrieben hat. Und der Handgranaten-Herbert hat auch gern mal das ist einer der Autoren, der unser Pseudonym geschrieben hat und der hat nicht unter Handgranaten-Herbert geschrieben, sondern unter einem anderen Pseudonym. Und ich glaube, das war Scheer, war das, glaube ich. Und die haben, also das, die haben da noch ganz andere Sachen. Und in den 70ern wurde das plötzlich gedreht, ne? Und da wurde es plötzlich zu einer sehr friedensspendenden Serie. Also der Zeitgeist ist immer reingegangen. Also am Anfang der Perry ist er, also die Kurzgeschichte ist, der Perry ist auf mit seinem Kumpel anderen Astronauten auf den Mond geflogen. Und zufälligerweise auf der dunklen Seite des Mondes, wo jetzt die Chinesen waren, haben die ein außerirdisches Raumschiff gefunden. Zufällig sahen die sehr menschenähnlich aus und die junge Dame, die Tora, die da auf dem Mond saß, sah da noch sehr, 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 sehr gut aus. Und das hat dann die Kooperation von denen natürlich gesteigert. Und sie haben dieses, ich glaube, es war ein bisschen havariert, dieses Raumschiff, haben sie übernommen. Und so begann die menschliche Raumfahrt dadurch eigentlich. Also erst auf dem Mond, aus natürlichen Kräften der Erde, ne, wie Apollo 11 im Prinzip ein paar Jahre später. Also die haben es im Prinzip vorausgeahnt, 1961. Und die haben sich dann mehr oder weniger dieses Raumschiff unter den Nagel gerissen und haben dann selber angefangen, Raumfahrt zu betreiben. Und der Perry als erstes, was er gemacht hat, als er ist ja Amerikaner, hat gesagt, oh, natürlich, bei Perry Rhodan stehen sich Kräfte gegenüber. Da war das so mit dem Kalten Krieg so ein bisschen angedeutet, als gab es so einen ostdeutschen Block, osteuropäischen Block, aber es gab auch noch einen chinesischen Block. Also es gab tatsächlich einen Kalten Krieg und er hat dann gesagt, oh, ich setze mich jetzt einfach mal in die Wüste, ich glaube es war die Wüste Gobi und errichte da jetzt meinen eigenen Staat, die dritte Macht, um da mal so einen Ausgleich zu schaffen und er hat dann erst die Menschheit geeint und dann ist er im Weltraum aufgebrochen und ja, so ging das Ganze los, aber wie gesagt, das ist sehr weit entfernt davon, wo die Serie jetzt momentan ist halt, ne? Und ja, also ist meine Lobeshymne jetzt vorbei? Ja, ich sehe schon. Also das ist ja ein Riesenfeld, da kann man ja vielleicht viele lassen sich halt von dem riesigen Feld abschrecken. Naja. Ne? Man muss natürlich sagen, der Einstieg ist sehr, sehr einfach, jetzt gerade, aber man kann, wenn ich sage, es ist mir egal, ich kann mir auch für geringes Geld kannst du dir einfach mal so einen Zyklus von 100 Romanen zusammenkaufen. Also das ist kein... Die alten Romane, die verkaufen sich sehr, sehr, was weiß ich, 20, 25 Euro hast du dann tatsächlich 100 Romane und ja, dann kann man gucken, ob einem das gefällt oder halt auch nicht. Ne? Also und wie gesagt, sie haben ein riesiges Autorenteam, auch viele aktuelle Fantastikautoren, die da mitschreiben und da ist eigentlich für jeden was dabei. Also es ist nicht immer der Lebenslauf von Perry Rhodan. Also kann sein, dass das mal abschweift auf einem Planeten, wo einfach ein bisschen Worldbuilding betrieben wird und ja, ist eine wunderbare, schöne Geschichte. Na gut. Ja. Schönes Schlusswort beinahe, würde ich sagen. Ja. Dann wollen wir noch was anteasern zur nächsten Folge. Können wir machen, ja. Ja. Meine Brüder im Geiste. Die Comic-Cookies werden zur Religion.
der Lega-Legende wird den Cookieismus ausrufen in der nächsten Folge und wird seine Weisheiten, die er als Stellvertreter Gottes auf Erden verbreiten wird, in der nächsten Folge der Gemeinde kundtun. Schaltet auch ein in der nächsten Ausgabe, wenn es wieder heißt Friede auf Erden von Leger-Legende. Ja. Heiligt dem, was war's? Dem Elefantchen. Dem Elefantchen, ja. Wir wollen eine neue Religion huldigt, bilden. Huldigt ihm, nicht heiligt ja. ihm. Ja, huldigt dir. Auch egal. Ah, ich muss das alles noch üben. Ich habe ja mit Religion eigentlich noch gar nichts. Nee, ich auch nicht, aber. Muss da noch üben. Ja, ich hatte heute schon Diskussion, weil ich hier das Kaspar, Melchior und Balthasar von der Tür abgerissen habe. Das wurde mir ein Übel ausgelegt. Aber ich habe gesagt, keine Religion in diesem Haus. Ja. Aber wenn der Michael was macht, der Michael hat ja, die Zuhörer werden es wissen, hat ja so ein bisschen philosophische Ansätze, wenn er irgendwas erklärt. Das ist gut. Ja. so sehr, dass ich sogar das Escher unterbrechen muss. Ja. Ich bin da ja immer zu anständig zu und mach das nicht, aber Sascha Turm ist einfach mal so dazwischen gekriegt. Ja. Auf jeden Fall wird er in der nächsten Folge wahrscheinlich den Cookieismus ausrufen und ich bin sehr, sehr gespannt. Also wie gesagt, unser Zeichen wird das Elefantchen sein, das er zeichnet und da müssen wir uns das noch überlegen. Die geilen 1000, wie das von zum Beispiel dem Podcast Prosecco Laune verbreitet wird, ist war leider schon vergeben, also wir können uns nicht die geilen 1000 nennen, wie es Prosecco Laune schon propagiert hat, aber nennen wir uns halt die geilen 500. Ich weiß nicht, ob der Michael wirklich so einen Impact hat, dass er so 500 Leute zu seiner Religion bekehren kann. Halt, ne? Er aber wohnt in der Stadt am Rande des Universums, natürlich. Ja gut, es gibt auch die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Also warum soll es das nicht geben? Vor allem, also es ist natürlich auch ein bisschen mediativ, wenn man ihm zuhört. Also ich habe ja meistens, also ich gelegentlich höre ich ihn auch live, aber wenn man so, aber wenn man natürlich auch so, die Folgen, wo ich nicht dabei bin, eher pauschal dabei ist, da hat er schon einen ganz guten Redeanteil, ne, Steffen? Ja. Ja. Der könnte gut vielleicht so Einschlaf-Podcast machen auch. Ja, halt, ne? Gibt es halt auch schon. Ja, aber sowas in der Art, also Leger-Legende liest euch vor oder so. Oder nee, es muss aber auch von ihm kommen. Es muss von ihm kommen. Es muss diesen psychologisch abschweifenden philosophischen Touch auch irgendwie bekommen, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Vielleicht soll er einen Spin-off haben halt. Ja, ne? Wie gesagt, alle Möglichkeiten sind noch offen. Also wir können noch wir können noch drei Podcasts starten. So. Ja. Also, momentan. Das heißt, wäre drin ein Spiele-Podcast mit Wer bin ich oder sowas. Ja. Dann wäre die Game-Cookies oder was auch immer du da machen willst. Wir müssen irgendwas mit C finden, was aber was mit Gaming zu tun hat. Commodore-Cookies. Apropos, habe ich dir das schon erzählt? Nee. Wir haben den alten C64 wieder aufgebaut. Was heißt wir? Aber du hattest nie einen C64. Ich hatte nie einen, aber meine Freundin hatte einen. Ehrlich? Ja. Und den haben wir reaktiviert über Weihnachten. Ja, also ich kann dir sagen, im Nebenzimmer steht auch einer. Und? Ja. Muss erstmal das Kommando üben, was man dann eingeben muss. Load, aber, Sternchen, 0,8,1. Ja. Aber es macht schon irgendwie Spaß, ja. Ja. Tatsächlich, wenn du dein Auge vor meinem Fernseher da liegst. Da liegt der Mini, ja, den habe ich auch. Da liegt der Mini und der Mini hat ja jetzt, also der C4, wir reden von dem C64 Mini, der wie das NES Mini und SNES Mini. Das SNES Mini habe ich übrigens jetzt auch. Ja, das ist aber jetzt irgendwie gerade irgendwie voll im Retro. Ja, was? Ja, und das hat ja momentan, der C64 Mini hat ja jetzt ein Update, womit du einfach per USB-Stick einfach dir Spiele auch noch dazu holen kannst, weil leider sind die Spiele, die auf dem C64 Mini vorinstalliert waren, jetzt nicht so die geilen Spiele, die ich früher gut fand. Ne? Ja. Sehr britisch ausgelastete Programm. Und du kannst jetzt aber jedes. Ich noch gar nicht gemerkt. Du kannst jetzt einfach machst ein Update per USB-Stick mit dem C64 Mini und dann kannst du direkt jedes Spiel, was du möchtest, was im Internet verfügbar ist. Und das ist im Gegensatz zu den Firmware-Sachen, die es für Nintendo-Sachen gibt, auch legal, weil C64 ist so lang her, dass es wieder legal ist. Und
Nintendo möchte das nicht, dass du das Nintendo, das Mini-NES dazu benutzt, um da. Ich habe nicht mitgekriegt, dass da überhaupt ein USB-Stick dran ist. Aber ja, es ist USB-Slot. Ja. Ne? Und da kannst du jedes Spiel, und das ist dann tatsächlich doch ein bisschen einfacher, als wenn du das, die Original, also natürlich die Original-Hardware vom C64 ist natürlich einfacher. Von welcher Seite wird das dann oder wo bezieht man die Spiele? Gibt es einfach, die haben auch einen bestimmten Namen, aber gibt es einfach C64 an, dann wirst du auf diverse Seite und das kannst du eigentlich alles und ist jetzt auch sehr komfortabel. Das war früher, aber bei der alten Version musst du das tatsächlich von dem USB-Stick mit den alten Basic-Kommandos auch laden und jetzt hast du quasi ein zusätzliches Menü, wo du auswählen kannst, was auch angezeigt und dann wählst du das einfach nur auf und das Spiel ist sofort da. Also du kannst jetzt eigentlich jedes C64, aber auch Demos, was früher so ein Ding war, kannst du dir da drauf ziehen und kannst das direkt laden und brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, weil, wie gesagt, cool. Die meisten Firmen existieren auch gar nicht mehr, die damals irgendwas gemacht haben und das ist halt schon eine geile Sache halt, ne? Wenn du halt auch, keine Ahnung, Last Ninja zocken kannst oder was immer da, das wird natürlich für deine Lebensabschnittsgefährtin auch ein großes Fest sein, wenn sie da die Spiele, die sie tatsächlich selber hatte, weil was da drauf war, das ein paar sind ganz gut, aber vor allem da kannst du es ja, glaube ich, auch speichern, ne? Du kannst jederzeit speichern, das ist ja bei all den Mini-Konsolen eigentlich so. Ich glaube, eine Rückspultaste hat er nicht, aber speichern ist ja schon mal viel wert. Schnell laden, schnell speichern. Ja. Cool. Ja. Naja, gut. Ne? Noch was gelernt heute. Also doch ein Games-Cookie-Podcast. Ja. Commodore-Cookies. Ja, ja. Commodore-Cookies. Und, oder irgendwas anderes. Oder Games. PS4-Cookies. Games. Es müsste halt was mit C sein, ne? Um den alten. Ja, oder halt dann das zweite Wort, was mit G halt. Ne? Ging ja auch. Mit G? Ja, Games-Gander oder. Ach so, du möchtest einfach nur zwei. Games-Gammler. Games-Gammler oder. Ja, was weiß ich. Ich hätte vielleicht schon einen Namen dafür, aber den möchte ich nicht öffentlich preisgeben. Ja, machen wir. Sonst ist der nachher weg. Wobei, da kann ich noch die News, die ich dir vorhin schon berichtet habe, erzählen. Wie gesagt, wir hatten sie ja heute schon von Nerd, wo ihr auch immer gerne reinhören könnt. Der Steffen macht nicht nur zum Thema Comics was, sondern auch tatsächlich sehr viel Anime, König der Podcast und so weiter, Filme. Und da könnt ihr immer gerne reinhören. Und neulich hat er rausgefunden, tatsächlich, also der Name Nerd ist ja schon seit langem ein Begriff, ne? Ich glaube, es ist auch 2012 oder so, könnte, glaube ich, auch schon existiert, also gibt es auf jeden Fall schon sehr lange. Und der Name Nerd kommt ja jetzt in vielen Podcast-Namen vor. Zu der Zeit war das noch nicht so, aber viele neue Podcasts nehmen das Wort Nerd oder Geek oder sonst irgendwas sehr einfach ganz gerne da rein, wie wir im Prinzip mit Comics auch, damit die Leute wissen, um was es sich dreht. Genau. Richtig. Aber Nerd gibt es tatsächlich nur einmal und das kann man jetzt aber nicht mehr sagen, weil es gibt einen neuen Nerd-Podcast. Okay. Und der heißt Nerd und Uli. und denkst du so, wenn du einen neuen Podcast machst, ich schau doch immer erstmal nach. Wäre es vielleicht einfach nachzugucken, ob es da schon was gibt. Ob es da irgendwas gibt. Ne? Da gibt es diese fabulöse Suchmaschine, genannt Google. Und dann kann man das einfach, und das haben die halt einfach nicht getan. Und da gibt es jetzt tatsächlich einen Podcast, der heißt Nerd. Ja, so Uli hat aber nichts mit dem originalen Nerd zu tun. Ja. Ne? Also ich habe da mal reingehört. Klar, es geht auch primär um Nerd-Themen und die Uli, die ist halt offiziell kein Nerd, deswegen gibt es da halt so ein bisschen Diskussion immer darum, wie nerdig kann irgendwas sein und so weiter. Aber da würde ich vielleicht sagen, also so ein Namenswechsel wäre da vielleicht aus Höflichkeit des älteren Podcasts gegenüber vielleicht doch angebracht. Ja, so ähnlich hat man es doch jetzt neulich hier mit dem, wie hieß der denn gleich? Ich muss gerade noch mal ganz kurz gucken. Da gibt es ja auch einen neuen Podcast oder relativ neuen Comic-Podcast. Ja. Der heißt Splash Page. Ja, habe ich auch. Genau. Ja. Und es gibt ja auch da hatte ich es halt kurz mal schon mal angemerkt, auch Ihnen, also den Betreibern des Podcasts gegenüber, dass es tatsächlich schon die Splash Pages gibt, also im Internet. Sehr lange also auch. Ne? Sehr, sehr lange schon. Hm. Als Comic-Magazin quasi im Internet. Und vor allem, die hatten auch einen Podcast, ne? Die hatten auch schon mal einen Podcast, genau. Und gut, also darauf hingewiesen hatte ich sie, die haben jetzt die Verwechslungsgefahr nicht wirklich gesehen, auch durch das FM und sowas.
ist okay, kann man so machen. Ja, muss jeder dann selber sehen, wissen. Also ich hätte mir das dann vielleicht nochmal überlegt, aber naja, gut. Ja, also wenn ihr einen neuen Podcast macht, macht das auf jeden Fall. Ja, Namen kann man immer noch ändern. Aber ja, oder guckt halt vorher einfach schon mal ins Internet, weil es gibt so witzige Suchseiten wie Google oder es gibt sogar eine Podcast-Suchseite, die Fit heißt, fit.de. Da kann man einfach mal reingucken, ob es den Podcast nicht vielleicht schon in irgendeiner Form gibt. Apropos, auf der Fit-Seite hast du ja, glaube ich, auch eine wunderbare Liste angelegt. Ah ja. Die man immer mal pluggen kann. Die kann man immer mal erwähnen. Und zwar ist das meine Comic-Sammlungsliste, deutschsprachige Comic-Podcasts. Da landet eigentlich so ziemlich jeder neue Podcast. Habe ich da jetzt Splash Page FM schon drin? Muss ich direkt mal gucken. Ja. Ja, aber ansonsten, sobald ich irgendwie Wind bekomme von einem neuen Comic-Podcast, landet der da eigentlich drin. Und es gibt noch eine zweite Liste, das ist eine Kurationsliste. Da landen Podcast-Episoden von anderen Podcasts, die sich nicht hauptsächlich mit dem Thema Comic beschäftigen. Aber ja, die eine oder andere Podcast-Episode darauf auf Comics ausgelegt haben. Wie zum Beispiel, bestes Beispiel, was ich immer nenne, ist halt der Podcast Durch die Gegend, wo der Interviewer mit seinem Gast immer ein Stück spazieren geht. Ja. Und da war halt zum Beispiel der gute Flix schon zu Gast, meine ich. Und jetzt zuletzt auch der Ralf Rothe. Mhm. Und da kann man auf jeden Fall mal reinhören. Das macht immer viel Spaß. Mhm. Ist natürlich für uns auch immer, wir sprechen ja gelegentlich Podcasts an, die wir gehört haben. Mhm. Und natürlich immer kommt einer, der sagt, warum habt ihr uns nicht erwähnt? In dieser Liste versucht Steffen tatsächlich alle, die er wirklich auf dem Schirm hat, komplett zu erwähnen. Es wird in letzter Zeit werden es immer mehr, was natürlich auch sehr schön ist. Und guckt euch gerne die Liste an und wenn ihr das Gefühl habt, da fehlt was drauf, lasst es mich wissen. Manche Comic-Podcasts sind auch noch nicht im Fit-Verzeichnis verlinkt, weil die da einfach noch nicht per Feed erfasst sind, aber auch das kann ich dann ändern. Also das ist jetzt nicht das Problem. Da kann man Feeds eintragen und dann dauert es meistens auch nicht lang, dann taucht der Podcast auf, dann kann man den auch in die Liste mit reinnehmen. Ja. Sehr schön. Ja. Gutes Schlusswort? War das alles, Steffen? nochmal einen anderen Podcast zu placken. Ja, das ist wirklich eine schöne Schlussphase. Ja. Finde ich eigentlich sehr gut. Das war alles, das freut mich. Und Shoutouts gehen raus an alle unsere Podcast-Freunde. Und lest mehr Comics in der Öffentlichkeit. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Die Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Hier im Blog gibt es alle möglichen Informationen und alle Links zum Podcast. Natürlich könnt ihr uns auch bewerten bei iTunes oder bei podcast.de. Zudem gibt es unsere Episoden bei YouTube. Zudem findet ihr uns auf Facebook und auf Twitter. Kommentiert im Blog unter der jeweiligen Episode oder schickt uns Nachrichten über das Kontaktformular. Vielen Dank!